Geschätzte Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Schülerinnen und Schüler, werte Teilnehmer an den Bildschirmen von fern und nah. Kürzlich habe ich im Wallisbuch gelesen, dass eine junge Präsidentin von der bedeutenden Oberwalliser Partie Folgendes gesagt hat. Ich zitiere: Für eine Rand- und Bergregion ist es von entscheidender Bedeutung, wenn deren Vertreter in Bern eine Schlüsselposition bekleiden. Meine Frage: Sie wird tatsächlich eine Randregion? Ist das die richtige Einstellung, das richtige Mindset für unsere Zukunft, für ihre Zukunft? Werden wir im Jahr 2030 noch gleich? Wie viel werden noch gleich? Im November 2020 haben wir das 10. Global Forum Wallis zum Thema Agenda Oberwallis 2030. Wir wagen einen Ausblick auf die nächsten 10 Jahre, leider müssen Corona-bedingt verschieben. Es freut mich natürlich sehr, dass wir das heute hier vom Kollegen her nachholen und per Livestream weit ausstrahlen. Darum möchte ich ganz herzlich auf einmal dem Kollegen danken, speziell dem Gerhard Schmidt, dem Rektor und dem Ingemar Imbodo, der für die Technik verantwortlich ist. Bevor ich das Wort schon bei den ersten Protagonisten, zwei Schülerinnen vom Kollegen übergebe, tue ich noch ein paar persönliche Anmerkungen von meiner Seite bringen. Vielleicht fließen Sie in die Diskussion ein, vielleicht auch nicht. Die Lonza, wie ihr alle wissen, baut ja mit dem IBEX kann man sagen, als Generation ein Grossprojekt und schafft Tausende von neuen Arbeitsplätzen. Sehr viele Leute von den verschiedensten Ländern kommen ins Oberwallis und finden damit den Weg zu uns. Wie viele von denen werden im Jahr 2030 noch hier sein? Was hat das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unsere Wirtschaft und vielleicht sogar auf unsere Denkweise? Werden wir ein Ort offener, wenn wir nicht schon offen sind. Neben der Randregion hat die Jungpräsidentin ja auch das Wallis als Bergregion betitelt. Wie viel Bergregion ist im 2030 noch im Talgrund, spezifisch gerade in der Gemeinde Brigg-Visp, Natersch, im Teichhof der Leute vorhanden? Wie viel Berggebiet ist im Moment in Isch vorhanden, wenn er vielleicht nicht, wenn er in den Agglomerationen wohnt? Werden wir vielleicht sogar hier im Wallis im Norden eine Stadt Landgraben haben zwischen den Orten im Talgrund und den Dörfern eher an den Berg hängt? Gibt es denn überhaupt das Ober- und das Unterwallis in der Form noch im Jahr 2030? Ein grosser Teil des Homeoffice wird ja auch noch in der Nach-Corona-Zeit bleiben. Die in den Häufen Leute in die Bergdörfer zurückgehen, um dort zu leben und zu arbeiten. Die entstehen die sogenannten digitalen Nomaden-Treffen, die aus aller Welt ein paar Monate mal in einem Bergdorf verbringen und hier arbeiten. Kann ein Bergdörfer von diesem Boom profitieren? Man redet ja von einem Potenzial von 1 Milliarde Leute, digitalen Nomaden. Und wie werden die Erde im Jahr 2030 aussehen? Welche aktuellen Startups sind im Jahr 2030 überhaupt noch da? Und welche und wie viel werden dazu kommen? So, das sind ein paar Gedanken, es gäbe natürlich noch viele mehr. Damit möchte ich jetzt der Robin Albrecht und der Jana Hosen das Wort geben. Ich habe sie gebeten, sich ganz kurz selber vorzustellen und vor allem ist euch allen zu sagen, warum sie heute hier auf der Bühne sind, was ihre Beweggründe sind. Danach wird der direktische Moderator, ist ein Stammmoderator vom Global Forum Wallis, der Thomas Ecker übernehmen und er und durch die Diskussion führen. Ich finde es eine ganz spannende Veranstaltung und merci fürs Kommen und merci fürs Zuschauen. Hallo zusammen, mein Name ist Jana Hosenen. Ich komme von Tirbel. Ich bin 19 Jahre alt und bin Maturandin hier am Kollegium. Ich mache in meiner Freizeit gebe ich Tanzstunden in der Tanzschule Sentimento Zone Glas. Da tanze ich auch selber. Ich tue ein Turnoleiter mit Pindrotte im Pindrottensport Oberwallis und bin im Samariterverein Tirbel aktiv. Zusätzlich spiele ich noch Volleyball. Ich bin Albrecht Robin, bin 18-Jährige. Und gehe hier ins vierte Kollegium. Zudem bin ich im Schellerrat drin, in meiner Freizeit.
mache ich Leichtathletik, ich trainiere auch in Kids-Gruppe und ich arbeite auch noch in der Buchhaltung in Zapfenbrück. Wie sind zu dem alles hergekommen, indem wir vom Kollegium uns die Möglichkeit hatten, alle Klassenkassi und Klassenchefs so an einen Anlass zu gehen. Und da haben wir die 10 Thesen, die wir auch heute werden vorstellen und zusammen erarbeitet. Robin und ich sind nachher endlich ausgewählt worden, das hier zu präsentieren und unsere Schule euch zu repräsentieren. Für uns ist das sehr eine grosse Ehre, weil uns liegt die Zukunft von Wallis euch sehr am Herzen. Weil ich meine, es ist unsere Zukunft, wir sind die Jugend und das ist auch der Grund, wieso wir dürfen, ja, oder selten dürfen hier unser Wort erheben und euch sagen, was wir uns würden vorstellen. Ja, dann fange ich mit der These an. Die erste These wäre zum Tourismus und zum Verkehr. Es wäre da wichtig, dass man die Ferien im Wallis das ganze Jahr attraktiv macht, vor allem durch die Förderung der Zwischensaison. Sei das durch verschiedene Events, spezielle Anlässe. Wichtig natürlich, dass man sehr viele Möglichkeiten hat und auch für alle Altersgruppen, sodass man als Familie ins Wallis Ferien machen kann, aber auch vielleicht der Jugendliche oder andere Altersgruppen schreien, ja, da könnten wir mal in die Ferien gehen. Auch wichtig ist uns die Erhaltung vom Land und vom Dorfbild. Es ist sowohl für Einheimische wie auch für Touristen sehr wichtig, wie das Umfeld aussieht. Das heisst, die Natur, die wir vor allem im Berg haben, aber auch im Talgrund, wo wir wirklich noch sehr einen schönen Ausblick aus unseren Pfeistern haben, bedeutet den meisten Leuten sehr, sehr viel. Das alte, traditionelle Dorfbild ist auch sehr entscheidend für Leute, die zum Beispiel mal eine traditionelle Ferienwoche machen wollen. Wenn wir die Landschaft und die Dorfbilder erhalten wollen, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass die gut erreichbar sind. Einerseits für die Touristen, aber andererseits auch für die Leute, die hier wohnen, dass die Strassen bis an die Wohnhäuser ergehen, aber auch vor allem der ÖV. Dass man immer direkt dran kommt, wenn irgendwo ein Anlass ist oder eine spezielle Attraktion, eben wie das für den Tourismus wichtig ist, aber auch für die Leute, die hier wohnen, dass sie halt einmal spontan etwas unternehmen können. Da wären so regelmässige Verbindungen von Vorteil. Nachher weiter zur Bildung. Da wäre eine Harmonisierung auch wichtig, vor allem vom Ober- und dem Unterwallis. Denken wir, hilft das für die Zusammenarbeit oder wenn Schüler ein Austauschjahr machen, zum Beispiel Oberwalliser im Unterwallis oder Unterwalliser im Oberwallis. Ja, sei das auf OS-Basis oder auch auf der Kollegiumsstufe, das sind ja teils die Fächer anders. Und ja. Es ist uns sehr wichtig in der Bildung, dass wir einen grösseren Aktualitätsbezug in der Schule haben. Zum Beispiel im Fachunterricht Geschichte könnte man sehr, sehr gut eure Aktualitäten reinbringen und halt auch darauf gehen und irgendetwas machen. Der Realitätsbezug fehlt ist teils noch ein bisschen in der Schule. Das ist etwas, was wir 2030 definitiv sehen. Den Realitätsbezug könnte man zum Beispiel machen, indem man zum Beispiel auch erklären würde, wie man eine Steuererklärung ausfüllen könnte oder wie man mit Vertrag würde handhaben würde. Generell wünschte ich mir einfach ein bisschen Aktuelleres im Unterricht. Was auch wichtig ist im Bereich der Bildung, ist, dass das Wallis sich als Standortkanton für universitäre Forschung etablieren könnte. Sei das zum Beispiel in der Gletscherforschung, dass man hier irgendwie einen Standort bauen könnte, dass man nachher die Gletscherforschung vor Ort machen könnte oder auch weitergehen und natürlich in der UNESCO-Forschung weitermachen könnte. Wie ist es auch wichtig, dass man TESO hier im Oberwallis dort fördern oder vielleicht auch sogar schon erste Schritte in Richtung der Universität könnte wagen. Und für Hochschulabgänger Prüfapparat haben, wäre auch etwas Wichtiges. Da haben wir ja mit der Lohnsaf mal einen grossen Pluspunkt, aber ich denke auch, dass wir da ein sehr weites Angebot haben in anderen Bereichen, sodass Studierte oder Hochschulabgänger, die unser Kanton studiert haben, wieder zurückkommen oder vielleicht auch, dass andere denken, ja, ins Wallis könnten wir kommen und unser Leben aufbauen. Dafür ist aber natürlich auch wichtig, dass das Umfeld stimmt, alles rundum, was sich natürlich auch positiv auf die anderen Thesen wieder auswirkt. Wie vorher schon erwähnt, sind die KMUs natürlich auch immer ein zentraler Punkt in der Diskussion für die Zukunft.
Für uns ist wichtig, dass Startups und KMUs vor allem in den Anfang gefördert werden. Sei das finanziell oder halt auch mit Möglichkeiten im Sinne von Weiterbildungen oder auch professioneller Hilfe am Anfang. Wie leitet man eigentlich eine Firma? Wie mache ich es, dass ich nachher wirklich erfolgreich kann, ein Startup aufbauen und das nachher auch erhalten bleiben? Bezüglich der Umwelt ist Nachhaltigkeit natürlich sehr wichtig. Eine nachhaltige Entwicklung sehen wir euch vor allem bei Startups und KMUs, dass man die hier unterstützen kann, dass man denen zeigen kann, wie können wir nachhaltig sind, wie können wir uns nachhaltig weiterentwickeln. Aber das natürlich nicht nur in der Wirtschaft, sondern in allem, was sich weiterentwickelt, sei das auch im Tourismus oder in allen anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Schule. Wir haben hier im Kollegium eine Gruppe, die Geckos, die engagieren sich für Nachhaltigkeit am Kollegium und machen immer wieder kleinere Änderungen. Und ja, wenn man so Sachen fördert, bringt das natürlich auch ja schon mal etwas. Ein anderer Ansatz zum Thema Umwelt ist natürlich auch die erneuerbaren Energien. Das heisst, wir würden uns auch freuen, wenn man zum Beispiel Sachen wie die Isolation von einem Hiesche oder auch, wenn man Solaranlagen beim Hausbau direkt würde integrieren, dass man solches mehr würde subventionieren oder euch attraktiver einfach würde machen, inwiefern euch immer. Sachen wie die Windenergie oder die Wasserenergie sind Sachen, die für die Zukunft wichtig sind, weil das sind erneuerbare Energien und darum auch nachhaltig. Nachhaltigkeit ist etwas vom Wichtigsten und darum finden wir auch, dass man sowohl Wasser- wie auch Windenergie sollte gezielt fördern. Zum Schluss als kleine Konklusion von uns, wäre, dass man ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördert, weil Wirtschaftswachstum, das zwar natürlich in allen Bereichen auch, attraktiv bleibt und die Nachhaltigkeit, weil das halt sehr ein wichtiges Thema ist, wo ich extrem beschäftigt, wo man noch viel mehr machen muss und wo in der Zukunft nur noch wichtiger kommt. So, ganz herzlichen Dank für die Einführung quasi ins Thema, das wir heute haben. Wir haben heute das Jubiläum, 10 Jahre Global Forum Wallis. Der Philipp Schmidt hat es am Anfang gesagt, eine Einführung. Und 10 Jahre Global Forum Wallis heisst für uns nicht zurückschauen, nicht Vergangenheitsbewältigung machen, sondern wir wollen in die Zukunft schauen. Wir wollen schauen, wie sieht es im Jahr 2030 aus. Und wir haben ein sehr spannendes Setting, ich glaube, das hat er gemerkt, wenn er das Programm angeschaut hat. Wir haben angefangen mit 2 Jugendlichen, die jetzt noch in der Ausbildung sind. Wir haben nachher jetzt gerade im nächsten Block 2 Jugendliche, die die Ausbildung schon abgeschlossen haben, gerade im Sprung sind oder zum Teil schon richtig geschafft haben ins Erwerbsleben. Und wir haben nachher 2 etablierte Persönlichkeiten, sage ich jetzt einmal, die schon voll hier etabliert sind, voll arbeiten. Und die haben alle ihre unterschiedlichen Vorstellungen, ihre Erfahrungen, die sie mitbringen. Und ich glaube, so ein spannendes Setting haben wir fast noch nie gehabt. Also ich glaube, das ist wirklich, ich erwarte sehr viel eigentlich vom heutigen Tag. Und die Grundlage, die hat ihr jetzt gelegt, weil ihr habt es richtig gesagt am Anfang. Das, was wir hier diskutieren, das machen wir für alle, das machen wir nicht mehr für uns, sondern das machen wir in Zukunft von allen und von allen Schülerinnen und Schülern. Und wenn ihr nachher euren Beitrag habt oder euch die jetzt live zugeschaltet habt, ihr könnt das machen. Hier im Publikum könnt ihr euch melden. Ich würde euch nachher noch die Gelegenheit geben, dass ihr etwas sagen könnt, wenn ihr wollt. Und die sich zugeschaltet haben über Livestream, die haben die Möglichkeit, über Mail ihre Kommentare abzugeben. Die würden nachher hier gespielt werden und dann würden wir probieren, das euch noch in die Diskussion einzubauen. Also nutzt bitte die Gelegenheit, hier mitzudiskutieren. Wir haben jetzt gesehen, die ersten 10 Thesen von Leuten, die noch in der Ausbildung sind. Und jetzt wollten wir das gegenüberstellen mit 2 weiteren Personen, nämlich der Elena Otschie und der Manuel Ritz, die ich jetzt gerne auf die Bühne würde bitten. Jetzt können Sie abziehen. Also, herzlich willkommen. Ich fange natürlich Ladies First an mit Elena Otschie aus Durtman. Sie hat Master abgeschlossen in Unternehmensführung in St. Gallen. Sie arbeitet nebendran in einem Direktionsstab von einem Spital, also schon euch im Berufsleben etabliert. Und ich sehe im Lebenslauf, wird aber eine neue Herausforderung suchen am 1. Juli. Weiss man schon, was das ist? Darf man das schon verraten? Ja, das darf man sicher schon verraten.
Ich werde auf Basel wechseln. Also ich war jetzt 3 Jahre in Zürich. Ich werde jetzt neu auf Basel gehen und werde hier als Klinikmanagerin arbeiten in Erinnerung Medizin. Sehr spannend, ja. Ja, also. Freue ich mich drauf. Aber du bist jetzt schon seit 5 Jahren außerhalb des Kantons und bringst von dem her eine Düssensicht jetzt eigentlich auf das, was wir hier diskutieren. Vor 10 Jahren selber hier noch geguckt und jetzt wieder da. Das ist interessant und ich freue mich drauf. Super, ja. Und auf der anderen Seite der Manuel Ritz aus Grenjotsch, der euch schon das Studium abgeschlossen hat, ein Master in Business Innovation. Zufällig auch in St. Gallen. Habt ihr irgendwie zusammen studiert? Oder? Ja, beide Tage, aber jetzt so viel Kontakt. Funktioniert die Walliser Connection nicht mehr so recht? Wohl. Es hat einen Walliser Verein gegeben, sogar, wo man eigentlich wo auch in engem Zusammenhalt ist. Aber ja, ich glaube, ab und zu habe ich es gesehen und ab und zu halt. Ja. Und du hast jetzt aber auch schon den Einstieg ins Berufsleben geschafft in dem Sinn und bist jetzt bei der Accenture, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprache, und bist auch als Beraterin Digitalisierung und Transformationsprojekt tätig. Das klingt schon mal ganz spannend. Kannst du mir ganz kurz sagen, was machst du da? Was ist das konkret? Also es ist halt ein riesiges Unternehmen, es hat fast 500'000 Mitarbeiter weltweit, also wir müssen es sehen, ist recht gross. Und sie fokussieren sich aber vor allem halt auf IT-Projekte, Digitalisierungsprojekte. Also man kann sich vorstellen, dass man an ein Unternehmen geht und ihnen hilft, so durch Digitalisierung zu kommen. Dass man zum Beispiel, wenn man ein IT-Projekt hat, man vielleicht näher helfen, mit das Wissen einbringen, wenn man das eine gewisse Industrie machen kann oder eine gewisse Methodik. Und dort ist einfach immer unterstützen, die Unternehmen, dass das Fortschritt können machen. Super, ja. Und gleichzeitig bist du auch engagiert im Jena, also das Netzwerk hier von denen, die probieren, ein bisschen Kontakt zu pflegen. Super, genau. Super Initiative übrigens, ja. Jetzt, ihr zwei habt gehört, was die beiden vorgestellt haben. Jetzt nehmen wir mich an so einen Einstieg, vielleicht gerade Wunder, was lest das bei uns? Teilen dir die Punkte, die 10 Thesen, die da dargestellt wurden, sind könnt ihr mit dem identifizieren, Elena? Ja, also zuerst mal ein grosses Kompliment. Ich finde, ihr habt da wirklich eine super Grundlage geschaffen. Bei vielen Punkten kann ich euch absolut zustimmen. Was mir am Anfang ja gefallen hat, dass er nicht nur von Touristen geredet hat, sondern auch von Einheimischen. Ich muss sagen, für mich ist Wallis etwas, das immer die Heimat ist, wo die Heimat wird bleiben. Und ich finde das schön, dass wir nicht immer nur auf Touristen fokussieren, sondern auch auf die Walliser selber. Und das nicht nur auf die Walliser, die jetzt hier wohnen, sondern auch die vielleicht aussen sind. Es ist die Heimat und es wird die Heimat bleiben. Bei dir ist an meinem Lebenslauf gestanden, dein Heimatbild ist das Birchhorn oben. Absolut. Das kann ich nur unterstützen. Absolut. Ja, genau. Also vom Ferienhaus zu Birchen sehe ich das. Und in Zürich ist das gross an der Wand angemacht, dass ich da war. Aber Berg, ich sage natürlich, der Berg ist ein bisschen als Identifikationsfigur natürlich. Wie sieht es bei dir aus? Eine erste Reaktion, vielleicht auf das, was präsentiert wurde, ist die 10 Thesen. Hast du dich damit identifiziert? Ja, ich habe sehr cool Vortrag, wirklich. Und ich habe sehr spannende Thesen gefunden, die ich auch sehr relevant finde. Und was mir halt so ein bisschen, also mir aufgefallen ist, dass halt, man merkt so ein bisschen von der Generation, oder man will halt Lebensqualität irgendwie am Leben. Man kann mittlerweile sagen, dass es ein riesen Wohlstand ist, ich will aufbauen, sondern dass man zufrieden ist mit einer gewissen Lebensqualität. Und viele Thesen, die ich glaube, aufgestellt habe mit dem, sind für mich also Bedingungen, die irgendwo zu einer Lebensqualität beitragen. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Ja. Lebensqualität als Stichwort. Wir müssen Lebensqualität schaffen. Ja, finde ich sehr gut. Jetzt, ihr beide kommen ja aus der Perspektive. Ihr seid jetzt beide weggezogen und schaut jetzt quasi von außen an, wieder zurück auf den Kanton. Wenn ihr jetzt eine Vision würdet haben, wie seht ihr die uns? Was würdest du dir wünschen von dem Kanton in den nächsten 10 Jahren? Wie seht ihr uns? Ja, also ich richte mich da ganz ehrlich an diesen 10 Punkten. Für mich ist auch Nachhaltigkeit wichtig. Und da umfasse ich einerseits die soziale Nachhaltigkeit. Ich finde, Wallis hat einen wunderbaren Kantonsgeist, eine Gemeinschaft. Und die spüre ich nicht nur, wenn ich hier bin, sondern auch, wenn ich aussen bin. Sei es über den Walliser Verein oder auch, wenn ich in Zürich Walliser treffe. Ich finde, die Gemeinschaft müssen wir beibehalten. Das ist immer etwas Schönes, wenn man Leute wieder sieht, die von da sind. Aber auch wirtschaftlich denke ich, hat sich das Wallis entwickelt und wird sich auch weiterentwickeln. Das nicht nur durch die Lunsa, sondern auch aber die KMUs und Start-ups, die gegründet werden. Und wenn man fragt, wer wird erfolgreich sein oder wer wird noch da sein in 10 Jahren, sind das die erfolgreich sind. Und das ist auch interessant. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mutig sein und etwas ausprobieren. Und das richtig ökologisch nachhaltig ist. Ich glaube, da zählt die Reue als Wallis. Oder glaube ich daran, dass wir Walliser für das kämpfen.
ist, glaube ich, die Alpen, die Sonne und alles enorm wichtig. Und für das sollten wir auch einstehen. Wie sieht es bei dir aus, Manuel? Deine Vision, Wallis 2030? Ja, also ich glaube, ich bleibe dem Stichwort Lebensqualität. Für mich ist so die Vision, dass es aber einfach ein Lebensraum wird sein mit hoher Lebensqualität. Und ich glaube auch, da sind eben die verschiedenen Bedingungen drin. Wenn du sagst, ich glaube, viel ist das, was das Wallis schon mitbringt. Irgendwie ein gesunder Lebensstil, den du führen kannst mit frischem Wasser, guter Luft. Klar, dass du einen Zugang zur intakten Umwelt hast, schöne Natur. Und da gibt es Sachen, die sich das Wallis sehr weiterentwickelt hat, wie eben Erreichbarkeit, ist glaube auch genannt worden, dass du durch den Nähe viel schneller unterwegs bist. Oder Kultur und Freizeit finde ich auch sehr spannend. Da habe ich jetzt sehr viele Kollegen, die mit mir oder wo aussen sind und zurückkommen, weil sie einfach gesehen haben, hey, schau, ich kann im Winter Ski fahren, Langläufen, Schlittschuh fahren, im Sommer kannst du wandern, oder Beachvolleyball oder ich glaube, schien auch viele Hobbys aufgezählt und mittlerweile kannst du surfen sitzen. Also ich glaube, es wird immer breiter und ich glaube, das zieht auch viel wieder zurück, was auch positiv ist. Und dann gibt es glaube ich noch so ein paar Bedingungen, wo halt, wie keine Ahnung, berufliche Felder, wo halt noch nicht alles möglich ist oder auch Universität, wo Bildung, Universität, wo noch nicht alles so möglich ist, wo ich vielleicht sehe, gibt es schon noch Potenzial für die Zukunft, wo man kann sagen, vielleicht gibt es halt einfach für spezifische Sachen, wie aber Gletscherforschung war ein Stichwort gewesen, oder auch erneuerbare Energie, dass es da viele Sachen gibt, wo das Wallis kann sagen, mal, da haben wir ganz spezifische Industrien, Berufsfelder, die möglich sind, wo auch eben Spezialisten kommen können, die irgendwo studiert haben oder auch sogar hier können studieren können. Ich glaube, da sehe ich noch so das Entwicklungspotenzial und das sehe ich für mich auch. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich will nie mehr zurück ins Wallis, aber für mich ist das, falls es irgendwie möglich ist, beruflich und so, ja, würde es mich sehr gefallen, oder würde es mir auch sehr gefallen, Leben wächst der Lebensqualität. Und, aber ich gebe dem Wallis eigentlich nie die Schuld, dass ich jetzt nicht zurückkommen kann. Ich glaube, es braucht eine lange Zeit und man hat einfach auch andere Faktoren, wieso man jetzt gerade zurückkommt. Ja. Aber das war jetzt gerade der spannende Punkt, du hast vor allem auch die Arbeitsmöglichkeiten, Beschäftigungsmöglichkeiten im Kanton angesprochen. Bei dir konkret siehst du im Moment die Möglichkeit, nicht, dass ihr zurückkommst, kann arbeiten. Ja, ich glaube, das ist aber genau die Perspektive oder, von einem, der frisch jetzt auf das Berufsleben kommt. Ich will halt möglichst viel sehen. Und es ist halt jetzt zum Beispiel nicht, dass ich in einer Beratung im Gesundheitswesen geschafft habe. Da macht es ja keinen Sinn, dass jetzt alle Spitäler ins Wallis kommen. Also, die sind halt, du bist halt in unterschiedlichen Spitälern in der Schweiz unterwegs. Und das ist halt jetzt spannend, auch unterschiedlich zu sehen. Jetzt bei dem Accenture, wo ich jetzt bin, hast du halt auch. Ich bin jetzt eher im Bankenbereich viel unterwegs und da hast du halt auch, das ist halt das Zentrum ist irgendwo in Zürich, auch da bist du in unterschiedlichen Städten unterwegs. Und ich will jetzt nicht unbedingt, oder das sage ich auf, ich will jetzt nicht, dass das Wallis wie Zürich wird, wo das Bankenstandort ist oder das Basel Pharmaindustriestandort. Ich glaube, das Wallis muss sich selber bleiben. Mhm. Und ich glaube, wenn es das bleibt, sehe ich auch die Variante, dass ich kann, ja. Mit wie mal neue Technologien gibt es immer mehr Möglichkeiten, eben jetzt zu arbeiten. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Elena? Du bist jetzt auch aussen, hast auch einen speziellen Beruf in dem Sinn. Aber wäre bei dir eigentlich auch der Wunsch, da zurückzukommen, wenn wir vorher von den Beschäftigungsmöglichkeiten gesprochen haben? Oder ist das für dich gar keine Option? Also ich sage, ich bin euch offen. Bei mir war es eher eine Entwicklung. Also Bachelor war bei mir klar, ich werde ganz sicher zurückkommen. Ich war ein absoluter Heimwalliser. Also für mich war das schon ein Drama, wenn ich nicht am Donnerstag am Abend heimgehen konnte. Nachher habe ich aber während dem Master angefangen zu arbeiten. Und im Spital arbeitet man halt schon noch eher vor Ort anstatt mobil digital. Und von dem her, ich hätte nie so hochprozentig arbeiten können, wenn ich zurückkomme. Oder ich hätte in Gallen gewohnt. Und das war Zürich sehr naheliegend, dann habe ich eine Stunde weg. Und dadurch hat sich das wie so entwickelt. Ich habe halt mir hier eure Freundschaften aufgebaut, hier ein Netzwerk aufgebaut. Und ich war halt dann da auch wie verwurzelt und bin dann ein bisschen weniger zurückgekommen. Das war also bei mir die Entwicklung. Und dann irgendwann fühlt man sich unseren neuen Norm wohl. Und das ist auch nicht mehr so schlimm. Also ich war einfach wie offen, habe geschaut, was hat sie so, habe mich auf die Stelle beworben, habe mich direkt wohl gefühlt. Und jetzt habe ich wie so die Hemmung nicht mehr. Also ich denke, auch zu Basel wird es gehen und ich werde auch hier meine Leute finden. Und das Wallis bleibt für mich die Heimat. Ich komme nach wie vor gerne zurück. Ob ich in ein paar Jahren zurückkomme oder nicht, bin ich offen, schließe ich überhaupt nicht aus. Und wie der Manuel auch gesagt hat, ich glaube, es spielen halt auch enorm viele andere Faktoren eine Rolle. Also vielleicht auch eine Partnerschaft oder auch Freundschaften, die auch wichtig sind.
Arbeitsplatz ist ja das eine, aber ich habe jetzt vorher bei der Evervision eigentlich immer wieder betont, es gibt ganz viele andere Aspekte, die wichtig sind. Lebensqualität, Nachhaltigkeit, soziale, ökologische Nachhaltigkeit. Da stelle ich jetzt einfach mal ich provokativ die Frage. Tut das zu Wallis eigentlich genug kommunizieren, was wir da in diesen Bereichen machen? Oder könnten wir da eben auch besser kommunizieren? Ich rede ein bisschen vom Image von Wallis, wo vielleicht auch nach aussen immer aussendet. Ja, also ich glaube, auch da hat sich das Wallis stark verbessert, auch mit Wallis Tourismus, weil er auch die Videos und so macht. Ich glaube, man sieht es auch immer wieder im Fernsehen, wenn man auf Fernsehen schaut, wo die schönen Werbungen kommen, und da hat man schon immer die Heimatgefühle. Und ich glaube, das Wallis hat sich auch da fast verbessert, das immer besser zu kommunizieren. Mhm. Und ich glaube auch durch das, dass jetzt zum Beispiel durch Corona immer mehr Leute ins Wallis gekommen sind, wo halt sonst nicht unbedingt die Fliege so geflogen wäre, ist das für die auch immer bewusster geworden. Und ich glaube schon, dass das langsam kommt. Und mir ist jetzt auch die Freundin, die auch viel zum Wallis ist oder auch immer war. Und ja, jetzt mal kommt der Ski und sagt so, ja, wäre ja vielleicht schon eine Variante. Ja. Also das ist schon ein, für beide uns erklärt, ein entscheidender Faktor. Quasi, das geht schon Richtung Familie, Beziehung. Elena, vielleicht eine ganz kurze Frage. Du hast alles genug kommunizieren, aber das, was wir haben am Wert. Genug. Also ich glaube, zwar alles kommuniziert, das ist schon mal sehr wichtig. Und auch wenn ich zu Zürich überall durchfahre und die Plakate sehe, wo alles ins Herz gemeißelt, ist es immer schön. Und gleich gibt es ein bisschen einen Stich ins Herz, weil man es dann gerade wieder enorm vermisst. Und ich denke, kommunizieren ist enorm wichtig. Da kann man fast nicht genug kommunizieren. Aber wir sind auf dem Weg und das ist auch gut so. Was müsste man denn noch mehr machen, um auf den Weg zu kommen, den ihr beide skizziert habt? Also eben so richtig die Nachhaltigkeit oder richtig mehr Lebensqualität. Welche konkreten Aktivitäten müsste man jetzt noch mehr machen? Kommunikation, hat er jetzt gesagt, läuft schon einiges. Mhm. Aber was müsste man vielleicht noch mehr machen, dass wir eine Vision, die ihr zwei habt, euch erreichen kann? Ja, also ich glaube, damit das so eine Vision zum Tragen kommt, muss jeder Einzelne mithelfen. Also ich finde es schön, wenn ihr angefangen habt und sagt, aber das ist unsere Zukunft. Und dann muss jeder Einzelne, der da sitzt und euch zuhört und jeder Wallis mittragen, die Gemeinschaft müssen wir leben. Und ich glaube, wie entwickeln ist immer weiter. Da müssen wir gute Vorbilder haben, Politiker, die das auch mittragen. Und eben ihr Studenten, die mithelfen. Ja. Ich müsste jetzt rein theoretisch fast die Anschlussfrage stellen, aber die Politiker, ja, aber das lassen wir jetzt gar nicht Was müssen wir machen? Das? Also ich bin halt ein Mensch, der sehr in die Zukunft schaut. Und für mich ist auch immer sehr wichtig, dass man sich von alten Gedankenstrukturen, oder wenn man sagt, es ist immer 30 Jahre so gewesen, dass man es jetzt weiterhin so sieht, ich glaube, man müsste Neues zulassen, dass man das ein bisschen eben mit diesem Blickwinkel in die Zukunft geht. Und dass man halt auch neue Projekte zulässt. Das habe ich sonst auch noch spannend gefunden, was du gesagt hast, mit zum Beispiel eben Dorfleben. Also es müssen immer nur das Neueste, das Modernste sein, sondern es kann mal ein Dorfkern sein, der sehr spannend ist. Jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Grängelsch, ist es auch so, dass da gibt es zum Beispiel Projekte, die schon eine Stiftung gemacht haben für so ein Dorfhotel, Port. Und ich glaube, so Projekte muss man irgendwo können sagen, wohl, die sollte man fördern, das sollte man vorantreiben oder vielleicht kleine Start-ups, die wirklich versuchen, jetzt hier den Standard Wallis gewählt haben, dass man auch denen irgendwie die Unterstützung gibt, dass sie das können aufbauen können, weil da können sofort viele Arbeitsplätze entstehen und irgendwo so ein, ich glaube, so ein, ja, ein Trend entstehen, dass man das noch mehr dazu kommen. Jetzt mal eine ganz kurze Frage ins Publikum. Es sind hier zwei Klassen von Kollegen, ein paar Einzelschüler da. Zwei Fragen an ihn, ganz kurz. Wer von ihm wollte nach dem Studium wieder zurück ins Wallis arbeiten, sollte jetzt Hand hoch. Das ist eine knappe Mehrheit. Eine knappe Mehrheit. Gut, danke. Und wer von denen, die jetzt die Hand am Brief hatte, hat das Gefühl, dass das wirklich kennend, dass das realistisch ist? Fast die gleichen, aber ein bisschen weniger, ja. Was würdet ihr zwei denen, wo Welt zurückkommen, mit auf den Weg geben? Ihr habt jetzt einen Schritt schon gemacht, ihr habt das Studium abgeschlossen, ihr seid jetzt eingestiegen. Also ich glaube, also ja, ich würde sagen, für persönliche Entwicklung ist es ja schon gut, dass du einfach das machst, wo nachher nur zwei Wallis bietet, oder?
das kannst du nicht immer ändern, sondern dass man schon in einem eigenen Interesse irgendwo nachgeht. Also, ich glaube, mir hat das sehr geholfen, dass du versuchst, immer ein bisschen auf dich zu hören und zu schauen, hey, wohl, was interessiert dich, wo fühlst du dich am wohlsten. Und nachher, also jetzt nicht sagen, okay, ich will nicht Lohn zahlen, dann mache ich halt Chemie, oder? Nachher ist jetzt nichts, das bringt dir dann schlussendlich auch nichts. Also schon Interesse nachgehen und ich glaube, man hat nachher schon immer die Möglichkeit, irgendwie auch im Wallis, vielleicht gibt es sich selber etwas aufzubauen oder es wird etwas Neues aufgehen, wo man die Möglichkeit hat. Und so schlimm ist es, glaube ich, eigentlich. Genau. Nein, aber die Aussage ist die Gesicht, oder? Macht das, was einen Gefallen daran hat. Genau. Weil der macht das nachher egal. Genau. Ja. Und dann kann es so sein, dass du alles zurückkommst und sagst, ich baue mir jetzt hier selber etwas. Ja. Ich bin eigentlich nur der Moderator, aber ich sage jetzt gleich noch etwas schnell selber aus eigener Erfahrung. Ich habe ja Geografie studiert. Das ist so fürchterlich, oder? Mit dem könnt ihr ja nachher nichts anfangen. Aber ich habe es aus dem einen Grund gemacht, weil mir damals meine Lehrer immer gesagt hat, mach einfach das, was dir gefällt, weil der ist nachher auch gefallen am Job. Und ich kann das wirklich nur bestätigen, was jetzt der Manuel gesagt hat, mach einfach das, was dir gefällt, dann geht nachher auch der Weg, der dazu passen wird. Entschuldigung, wenn ich jetzt als Moderator mit Trollen gepackt habe. Für die, falls jemand sollte, weil Geografie studieren, kann es wirklich nur empfehlen. Elena, siehst du das also? Oder ja, also ich kann mich da immer anschließen. Ich glaube, ich würde alle genau das Gleiche raten. Also ob jetzt aber zurückkommen oder nicht zurückkommen, spielt in dem Sinne ja keine Rolle. Machen das, was mir gefällt. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Die hat euch, also was mir enorm geholfen hat, ist der Kontakt zu älteren Studenten. Also, und dann habe ich aber genau auf die Wallis erkennen zählen. Ich habe wirklich den Kontakt gesucht zu denen, die schon im Bachelor sind oder im Master sind, die mir enorm geholfen haben bei der Entscheidung, nicht unbedingt welches Fach, aber welche Universität würde mir gefallen, wie ist das Leben so. Und dann ist es viel einfacher, da einzusteigen. Oder man kennt ja schon ein paar Leute, man wird vielleicht auch schon mal eingeladen auf einen Raclette-Abend. Und das ist etwas, was hilfreich kann sein. Und genau die Kontakte gehen ja nachher auch wieder weiter. Oder es ist ja dann nicht mit Studium fertig. Und dann findet man Zürich-Kontakt, findet man hier zurück Kontakt ins Wallis. Und ich glaube auch die Gemeinschaft, das ist das, was ich enorm schön finde am Wallis. Kontakt sind ja das wichtigste Stichwort, das habe ich vorhin je neu angesprochen. Ich glaube, das ist ja ein wichtiges Netzwerk. Habt ihr am Schluss, bevor ihr gerade abschließt, etwas weiteres Wichtiges, was vielleicht den Jugendlichen, die hier sind oder die zulassen, jetzt mitgeben auf der Weg? Ja, ich weiss nicht, ich kann nur einfach anbieten. Und ich glaube, ich kann also als Junge, also Junge, oder immer geschätzt, wenn du jemanden kannst du zugehen und nachfragen, oder? Und ich glaube, eben, wenn jemand auf mich zukommt, bin ich auch immer gerne bereit, Auskunft zu geben. Und eben Jeno haben wir eigentlich auch genau aus dem Grund sozusagen gegründet, dass wir sowohl die, die aussen haben, Kontakt hier haben, und die, die hier sind, vielleicht auch Kontakt zu aussen haben, dass man irgendwo eben da kann Hilfe bieten für Fragen. Oder wenn man mal eine Wohnung sucht, da sind die Walliser immer sehr bereit zu helfen, haben sie. Aber das hat das Bede bestimmt, die Qualis-Connection genau funktioniert. So. Ja, also bei mir in dem Sinne gibt es gleich, auch wenn ihr Fragen habt, einfach auf mich zukommt, per Mail, LinkedIn oder auf Facebook. Und sonst übrigens ist meine Schwester auch noch am Kollegen, das wäre die Angelina. Genau, ja. Super, ja. Gut, also ich probiere kurz zusammenzufassen, was wir jetzt mit den zwei gerade schnell diskutiert haben. Ich habe Beri gesagt, Wallis ist Heimat in dem Sinn, aber es hat auch viel Lebensqualität, das ist sehr wertvoll. Man sollte sich richtig Nachhaltigkeit entwickeln als Stichwort, die Lebensqualität aber wirklich in Wert setzen. Es braucht dazu natürlich auch die entsprechenden Berufsmöglichkeiten, das ist unbestritten, aber die gibt es nicht gerade immer. Also das heisst, es ist nicht allen klar, mindestens für das weitere Studium müssen wir einfach den Kanton verlassen. Das wäre dann nachher ein Punkt, allenfalls hier Forschungsstandorte und so weiter aufzubauen. Zurückkommen, ja, sicher, aber der wichtige Punkt, hat ihr jetzt beide gesagt, man muss doch den eigenen Weg gehen und das kann halt auch außerhalb des Kantons sein. Super, besten Dank in dem Fall. Merci Elena, danke. Merci Manuel. Danke. Merci. Danke dir. Voilà. Jetzt wechseln wir die Szene und die Alterskategorie, wenn ich dem so darf sagen, ich zähle mir jetzt heute zu den zwei, die jetzt kommen. Ich habe Spass darauf, zwei weitere Personen anzukündigen. Es ist der Heinz Julen und der Patrick Sprung.
Bitte, wollt ihr hier nach vorne kommen? Herzlich willkommen. Wahrscheinlich kennen die meisten M2 schon, aber ich will gleich zwei, drei Worte ganz kurz sagen. Ich weiß, dass ich nicht gerecht werde. Ich fahre mit rechts von meiner Seite mit Patrick Sbrunn. Er ist Jahrgang 1962, hat Latinmatura gemacht. Also wir sind alle ja irgendwo hier durch die Schule gegangen, wo übrigens sehr wertvoll ist. Ich darf das immer wieder betonen. Das Kollegium ist eine ausgezeichnete Lebenserfahrung und gute Voraussetzung, für nachher weiter zu arbeiten. Er hat Anfang der 90er Jahre die Apparatebau Raro übernommen, hat da eigentlich sich stark gemacht, ist nachher in die Medizinaltechnik weitergegangen, hat sich nachher immer weiterentwickelt im industriellen Bereich, ist aber nachher auch Inhaber jetzt zum Beispiel von einem Weingut, Domaine de Chevalier in Salkesch, und ganz aktuell auch Verwaltungsratspräsident von der BVZ Holding. Also wie gesehen, das ist Industrie, Landwirtschaft, sogar Erreichbarkeit, eines der Stichworte, die er erwähnt hat. Also da kommt eine gewaltige Ladung zusammen. Und da bin ich sehr gespannt auf die Diskussion. Auf der anderen Seite, der Heinz Julen. Der kennt ihr jetzt wahrscheinlich, nehmen wir jetzt mal an, fast alle. Künstler, sage ich jetzt einmal, ist Zermatt. Da kommt euch sehr viel zusammen. Und jetzt tue ich es fast am liebsten zitieren. Tief verwurzelt in seiner Heimat, wo Religion und Region einen hohen Stellenwert haben, behielt er eine seltene Verbindung zu seinem Umfeld, gekennzeichnet von einer Spiritualität, welche seinen Werken solch eine individuelle Dimension verleiht und Heinz zu einem Ausnahmetalent mit einer außergewöhnlichen Karriere macht. Also da kommt Kultur, Unternehmertum, da kommt das jetzt alles zusammen. Also freue ich mich sehr auf die Diskussion mit euch. Und aber ihr habt jetzt beide einen völlig unterschiedlichen Hintergrund. Und mit der Welt jetzt gerade umgekehrt einsteigen und auch beide zuerst die Frage stellen. Ihr habt hier die Karriere können machen und ihr habt jetzt schon einen langen Werdegang hinter euch. Hat der Kanton schon mitgestalten auf gewisse Art. Und wenn ihr jetzt in die nächsten 10 Jahre schaut, Patrick, wie sieht der Kanton in den nächsten 10 Jahren aus deiner Perspektive aus? Ja, vielleicht gerade eine Vorbemerkung. Es ist, wenn ich mich so Gedanken gemacht habe in Vorbereitung von diesem Podium, ist meine erste Reflexion gesehen, also 2030 ist ja nicht sehr visionär, das als Ziel zu geben. Ich meine, visionär ist von mir gesehen 2040, 2050. Aber wenn ich jetzt hier das dem zugelassen habe, ist es mir natürlich heute klar geworden, dass gerade ihr, Evi-Generation, 10 Jahre, das ist relativ, das ist weit weg, das ist wirklich die ferne Zukunft. Für mich ist 2030, das ist morgen, das ist übermorgen. Und das ist eigentlich auch das, was so interessant ist, oder? Wir haben natürlich durch unsere Lebenserfahrung und durch die verschiedenen Generationen, wo wir sind, eine ganz andere Perspektive. Aber ich hätte gleich das euch noch gut hinzugeben wollen, weil ich finde das wirklich einen sehr interessanten Ansatz. Also für mich, wenn ich jetzt die Pink einmal so aufliste, was sehe ich zu alles im 2030, ist das für mich ein Ziel, das erreicht sein muss, um die Vision 2050 können zu realisieren. Zweite kurze Vorbemerkung. Du hast einleitend eine junge Lokalpolitikerin zitiert wegen der Randregion. Entschuldigung, Philipp, jawohl. Und das kenne ich auch schon seit 30 Jahren. Oder? Und ich habe irgendwann einmal gesagt, Politiker, die von Wallis, von der Randregion reden, sind für mich Politiker, die sich nur am Rand mit der Region auseinandersetzen. Also das ist irgendwann eine Standpunktfrage. Und da sind wir euch wieder, sage ich mal, die Perspektive von der Ausserschweiz und vom Wallis. Wenn die Ausserschweiz das Gefühl haben, wir sind hinter den Bergen, habe ich immer gesagt, das stimmt nicht, wir sind vor den Bergen und wir haben noch den grossen Glück, dass wir auf die Berge gehen und mit dem wirklich wieder Überblick haben. Also das für dich so als kleine Eingangsbemerkung. Jetzt wäre also die Frage, was sehe ich zu alles ganz
stichwortartig in 2000. Nach diesen Bemerkungen. Du hast jetzt noch 10 Sekunden Zeit. Gut. Aber ich verstanden. Also, 2030 sind euch aufgrund von der, jetzt vom aktuellsten Beispiel von der Lonza, sind sehr viele kleine Startups entstanden und am Entstehen. Hightech-Bereich, was sich quasi in diesem Umfeld breit machen kann. Die Fernuni Brieg und die EPFL Valais in Sitten haben sich zu schweizerisch relevanten Bildungscampus mit einer europäischen Stahlkraft entwickelt. Und im GOMS steht das Futurum GOMS, ein Erlebnispark für Bildung, Energie und für Umwelt. Umweltstrategie, wir werden, will ist die Gletscher wegschmelzend, das ist leider eine Tatsache, werden wir 2 bis 3 neue Wasserspeicher gebaut haben. Immer natürlich in Absprache und in Respekt vor der Umwelt, vor der Natur. Und wir werden die Stauseen werden primär als Wasserspeicher natürlich eine Funktion haben, Wasserspeicher für Energie können zu produzieren, für unsere Landwirtschaft können zu bewässern, für unsere Schneekanonen das Skigebiet quasi wintersicher zu machen und aber auch für Trinkwasser. Tourismus, Verkehr. Im GOMS 2030 findet die nordische Ski-WM statt, zum grossen Glück nicht Olympiade im Wallis. Das ist absolut eine schöne Nummer zu gross und das haben heute zum grossen Glück viele andere auch schon gemerkt. Aber so eine nordische Ski-WM im GOMS in Zermatt findet 2003 zum 7. oder 8. Mal der Matterhorn-Ski-Weltcup statt. Ein absolut einzigartiger Anlass, was wir euch machen können, dank dem, dass wir hohe Berge haben und entsprechende wintersichere und sommersichere Ski-Destination haben. Wir haben das Alpine Crossing realisiert. Das heisst, 10% der asiatischen Besucher, die auf Europa kommen und ihre klassische Europatournee machen, gehen von Florenz oder Mailand oder Rom auf Pariswellen, kommen über das Alpine Crossing, das heisst über Zermatt ins Wallis und gehen nachher da weiter. Das ist eine neue Seilbahnverbindung. Genau, das ist die neue Seilbahnverbindung, die in Zermatt im Moment am Entstehen ist. Wir haben einen Grimseltunnel gebaut. Ein Grimseltunnel, der quasi das Oberwallis zum Berner Oberland zusammenschließt, respektive umgekehrt. Wir haben in Zermatt den Unterkreuztunnel gebaut. Das ist respektive, der steht kurz vor der Eröffnung. Das ist eine absolut natursichere Verbindung in einem Tunnel zwischen Täsch und Zermatt, wo der Weltkurort Zermatt in 7 Minuten erreicht werden kann. Zwallis ist ein absoluter Hotspot, ein europäischer für Önotourismus, also Agrotourismus, vor allem was im Zusammenhang mit dem Wein besteht. Bergdörfer im Oberwallis und im GOMS, ich nehme viel zu GOMS, weil das ist für mich ein Paradebeispiel, sind stark am Wachsen. Ich sage mal, die haben 10% mehr Bevölkerung als heute. Das bedingt wiederum eine Anpassung am Raumplanungsgesetz, dass er quasi die verlassenen Maiensäße, die ein absolutes Kulturgut ist, euch halt umgebaut werden und umgenutzt werden und entsprechend eben wieder bewohnbar gemacht werden, dass wir Platz haben für die 20% Bevölkerungswachstum. Ihr habt das vorhin auch angesprochen, das habe ich sehr interessant gefunden. Ich sage es so, es gibt jeden OS-Schüler oder OS-Schülerin muss obligatorisch 1 Schuljahr im anderen Kantonsteil, das heisst im anderen Sprachraum, machen und ist da in einer Gastfamilie drin. Das ist für mich etwas ganz Zentrales für den riesen Vorteil, den wir haben von der multikulturellen Mentalität, die vor allem durch die Sprache, die 2 Sprachen gegeben sind, dass das zum Tragen kommt. Also, so sehe ich mit 2030 die Ziele für die Vision 2040-50 für Zwallis können umsetzen. Sehr spannend, nimmt euch schon sehr stark Bezug auf die beiden Präsentationen ganz am Anfang. Und jetzt wechseln wir den Blickpunkt. Heinz, jetzt könnten wir vorstellen, es kommt ganz etwas anderes.
Da bin ich gespannt, wie wir das zusammenbringen können. Wie sieht deine Vision aus für 2030? Ja, die sieht eigentlich gar nicht so anders aus. Okay. Also ich muss sagen, ich muss diesen Leuten gratulieren für das, was sie da zusammengestellt haben. Für mich allerdings ist es brav. Es ist einfach zu brav. Das ist das, was ihr da seht an der Zukunft, ist eigentlich gegeben. Und das wird auch landesweit diskutiert und das bestreben wir alle. Was mir ein bisschen fehlt, ist also die richtige Innovation oder Vision, auch wenn es nicht realisierbar ist. Aber einfach, dass man ein ganz hochgestecktes Ziel hat. Also ich denke, gerade für junge Menschen ist es einfach ganz wichtig, hochgesteckte Ziele anzugehen. Weil es ist auch der Weg, der nachher spannend wird. Und wenn man dann nachher auf das Dach verkommt und so, das sind alles Prozesse, wo man eben daran wächst und kann lernen. Ich für mich jetzt mit allen, du hast mich da irgendwie wahrscheinlich ein bisschen überbewertet in der Vorstellung. Ich glaube, ich kann da nicht entsprechend an deiner Einleitung, weil ich eigentlich ein bisschen anders funktionieren oder als Jugendlicher anders funktioniert, habe ich irgendwie das Privileg gehabt, dass ich mich nie haben müssen entscheiden, was ich da wirklich will machen. Also ich habe nie müssen in Berufswahl also Gedanken machen, was wird aus dir. Ich kann immer das machen, was ich wirklich Lust hatte. Und ist eigentlich heute auch noch so. Wenn du nichts lernst, stehen dir wie alle Wege offen. Wenn du etwas lernst, ist die Gefahr, dass du dich nachher irgendwie in diesem Domain siehst und das Gefühl hast, du musst jetzt irgendetwas mal gerecht werden oder der Gesellschaft, dass du in diesem Bereich die Verwirklichung tust. Und zumindest habe ich jetzt für mich irgendwie die Freiheit gehabt. Was ich eigentlich bezogen jetzt auf das Wallis feststelle, ich habe jetzt ein bisschen aus der Architekturgeschichte erzählen, was erstaunlich ist, dass wir wirklich ein einmaliges Kulturgut haben, also alles, was jetzt Sachen Bauten sind oder was sie ahnen geschaffen haben. Und was sehr, sehr erstaunlich ist, du gehst vom Oberwald bis in Brie, bis in Verbier oder vom Oberwallis bis ins Unterwallis, hast du eine identische Sprache. Und das ist eigentlich unheimlich faszinierend. Du hast die gleiche Materialisierung, natürlich klar, aber du hast auch den gleichen Ausdruck, du hast die gleiche Techniken. Es ist eine Einheit. Es ist eine Einheit, die ich auch einfach kann. Wenn du dann nachher irgendwie über den Furka gehst, ist es im Uri ist es anders. Im Berner Oberland ist es eine andere Kultur. Und im Watt oder einfach die angrenzenden Kantine, die haben einfach ganz andere Kulturen, bautechnisch gesehen. Oder? Und das zeigt mir, dass das Wallis irgendwie, gerade gleich, wenn es zweisprachig ist und irgendwo einen Graben gibt zwischen Ober- und Unterwallis, dass wir gleich eine gemeinsame Erinnerung haben. Und das ist eben ist eine Vergangenheit. Und ich glaube, wenn wir 30 Jahre oder jetzt in 2030 vorschauen, ist es ganz wichtig, dass wir einfach mal zurückschauen, was ist denn eigentlich gesehen oder was ist passiert. Und da muss ich feststellen, gerade in der Architektur ist wahnsinnig viel Schönheit vernichtet worden. Also das Wort Schönheit und Architektur, das ist sowieso enorm spannend. Das ist jetzt vielleicht nicht nur ein Walliser Phänomen, das haben wir jetzt, das ist ein weltweites Thema. Wenn du siehst, die Jahrhundertwende, die Architekturbewegung, wo der Corbusier oder Mies van der oder die eingeleitet haben, also quasi die Demokratisierung von Architektur, die Sozialisierung, dass alle gleich und Form follows Function, das ist absolut reduzierte, minimalistische, was es wirklich braucht, ein sehr revolutionärer Ansatz zu der Zeit, aber natürlich total missbraucht worden in der DDR oder im Kommunismus mit der Auswirkung von diesen Plattobauten, die eigentlich die Menschen degradieren in die seelenlosen Zustände, in die seelenlosen Landschaften, wo sie drin müssen leben. Furchtbar. Also das ist jetzt der Auswuchs unserer Ideologie, die dann nachher total vergewaltigt wurde ist und etwas frisch getragen hat, was sich eigentlich keiner wünscht. Und auch hier im Ronental, wo jetzt die Wirtschaft so wahnsinnig baut, und sehen wir, wie die Hieschene aus dem Boden uns gestammt werden, also vor allem in Fischbrunn, oder in den 70er Jahren, wenn wir auch schon so einen Boom gesehen haben, hat es ja das auch gegeben, die Plattenbauten, die wir hier im Wallis eben auch haben, obwohl ich jetzt nicht gerade die Neubauten, die da zu Fischbrunn stehen, also mit der DDR-Bau, wie es vergleichen, aber Ansätze hat es, oder?
Und wenn du das aber gegenüberstellst zu diesen alten Dorfkernen, da bin ich wahnsinnig froh, dass jetzt fast alle von eben das aufgegriffen haben, auch der Patrick vor, wie wichtig dass das eigentlich ist, dass wir das schützen und dass wir das erhalten und dass die jungen Leute die Qualität erkennen, was es eben bringt, in einem Ort wie Grenjols effektiv zu leben. Oder im Goms, in einem alten Haus, das irgendwie 300-400-jährige Geschichte hat. Oder auch wie Zermatten, haben wir das auch noch. Es gibt gewisse Stationen wie Werbe oder so, die das nicht haben, die Qualität. Das haben wir jetzt. Und das zu erkennen, dass das ganz, ganz wichtig ist, das tue ich mich ganz, ganz entscheidend. Und die Politik geht leider in eine Stossrichtung, dass man das Ganze von der Seite anschaut, dass man das von der Denkmalpflege oder vom Heimatschutz will schützen will. Die alten Gebäude will man schützen. Und so weit schützen, dass keine Veränderung darf stattfinden, das ist jetzt politisch so geregelt im Moment, dass einfach die Gemache, wenn zum Beispiel ein Dach einstützt, dass es vorbei ist, dann kannst du nichts mehr machen. Oder? Das ist ein ganz falscher Ansatz. Im Privaten wird natürlich das Gemache nicht gegen Geld enthalten, nur dass es erhalten bleibt, dann müssen sie es auch nutzen können. Und die Nutzung von diesen Gemachen, also ich bin jetzt gerade vor ein paar Wochen noch von der Täschalpa mit dem Skibrief Täsch gefahren. Das sind vielleicht 100 Gemachene, Stadeltine und Gädine. Und von denen sind 80 kaputt. Das heisst, 80 Stück ist einfach das Dach eingestürzt und fertig. Und das tut einem einfach dermassen weh. Und ich sehe einfach eine riesige Qualität verschwinden, die wir wie politisch verspielt haben oder verschenken. Weil es geht ja nicht nur um den Heimatschutz oder um die Denkmalpflege und die Erhaltung von einer Kultur, sondern es geht um die Entwicklung von unserem Wesen. Ich meine, ich weiß nicht deinen Namen nicht mehr, was hast du vorher gesagt, was mit dir in Rüschelschweiz? Das Bild vom Bietschoren von deinem Chalet. Oder? Und die Rückzugsorte, das ist eine Qualität, die wir hier im Wallis haben, dass wir können von diesem Fisch oder von diesem Brick oder so, ist zurückziehen in die Berglandschaft. Das haben die Städte nicht, die Qualität. Und das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Und wir müssten eigentlich da der Faktor müssen wir politisch können schützen, dass wir das haben und dass wir das unbedingt selten können ausbauen. Natürlich immer mit einer gewissen mit einer Begleitung von Leuten, was es vielleicht irgendwie intellektuell oder so erfahren haben oder gelernt haben, wie gehen wir mit der Substanz um, dass man sie vergewaltigt und kaputt macht. Also wenn der eine irgendwas so als Gäde hat, im Brief und da Plastikfeste drin und Spannteppich und so, dann macht er es eben kaputt. Für ihn stimmt es vielleicht, aber für die, was danach verkommen, ist das schade, dass er den Wert wirklich zerstört. Also da müsste man, die Leute müsste man wahrscheinlich schon begleiten, dass man wirklich die Qualität nachlegt, was es braucht. Aber eben, zurückzukommen auf das, es geht nicht nur die Landschaft zu schützen, sondern es geht eben auch darum, den Menschen und sein Gefühl zu schützen. Wenn du einen Ort hast, also ich habe jetzt das in Zermatt, ich bin mit im Touristenküchen, also ich wohne mit meiner Familie im Backstage-Hotel, was mit im Zentrum ist. Und ich habe in Findlen mein Anwesen, das man als Kind her schon immer war. Oder? Wenn ich diesen Ort nicht hätte, wo ich mich zurückziehen kann, ich weiß nicht, ob ich noch Zermatt wäre. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Vision, die ihr jetzt kennt, nicht habt, haben wir vorhin gedacht, ja, wenn du mich fragst, was hättest du zum Beispiel für eine Vision, dann müsste man eher sagen, dass man die ganze Landwirtschaftszone oder die Zone in den Bergen, dass man die vielleicht aufmacht, frisch, als Retuit, irgendein Konzept, dass man sagt, wir haben hunderttausende Quadratkilometer an Land, das eigentlich da ist. Oder? Und wir haben das Bedürfnis von frischer Gesellschaft, Leute, die sich zurückziehen wollen, auf das Mountainbike und irgendwie anderthalb Stunden absteigen und dann bist du in deinen vier Räumen. Das muss 4x4 Meter, das muss nicht größer sein. Aber da kannst du sein und da ist Heimat. Dass dort nachher ökologisch ist, das wahnsinnig sinnvoll. Du hast nicht das Bedürfnis, irgendwie 5x im Jahr auf New York oder Mauritius oder weiß ich was zu fliegen. Wenn du diesen Ort hast, und der zu deinem inneren Kern, zu deiner totalen Heimat kannst machen. Das ist das Bedürfnis in Fremden jetzt viel weniger gross. Und schlussendlich geht es ja auch darum, dass man glücklich ist, dass man eine innere Balance und einen inneren Frieden hat. Und das finde ich, das bietet die Berge.
Und wenn man statt nur laufen, wenn man es privat und persönlich eine Destination kann machen für eine Nacht, ist es nochmal ganz entscheidend anders. Und das wünschte ich mir, dass die Zukunft in 30 Jahren, der Patrick sagt es richtig, ist zu wenig lang, das ist kein Plan, oder das muss länger sein, dass das in Zukunft den Menschen wirklich aufgemacht wird, dass wir Walliser die Möglichkeit, die jetzt der alten Meier nicht besitzen, dass die Möglichkeit haben, zu so etwas zu kommen, zum Moretti, wo irgendwann ein Berg ist. Da müsste es ein Konzept geben, das ganz entscheidend könnte sein für die Lebensqualität von Ischigen. Die Berge, nochmal, das, was Elena schon gesagt hat, als Identifikationssymbol eigentlich, Rückzugsort, du hast jetzt noch gerade auf der Spitze gesagt, Redwi. Ein bisschen provokativ, die Gegenfrage. Wenn der jedes scheiß Redwi da oben hat, hat er dann nicht genau das Gegenteil wieder erwirken, dass wir die Landschaft kaputt machen? Ich habe gesagt, es braucht eine Begleitung. Mhm. Wenn man jetzt die alten Sachen wieder aufbauen, weil da was Firsch schon eingebrochen ist, es braucht eine Begleitung, wie man das kann machen. Man muss es können aufmachen, man muss die Qualität können nutzen. Mhm. Und wenn man jetzt ins Redwi, das ist jetzt etwas vielleicht eine gespundene Idee, das ist mir jetzt vorher auf dem Stuhl sicher. Also wenn man jetzt das wirklich aufmacht für alle, da muss man natürlich ein Konzept haben, was man hat und was man natürlich das ist ja nicht das Ziel, dass dann überall alles besiedelt ist. Aber es könnte vielleicht gewisse Zonen geben, wo man einfach sagt, okay, in gewissen Abständen, das kann auch etwas sein, was fast unterirdisch ist. Weißt du, keine Ahnung. Aber einfach ein Rückzugort, um die Landschaft und die Heimat, das Heimatgefühl, irgendwie noch zu verstärken und die Sehnsucht nach sich selber. Weißt du, wenn du dich in die Berge zurückziehst, ist es letztlich ein Suchen auch von dir selber. Um diese Plattform zu schaffen. Wie haben beide jetzt eigentlich neben Worten, Visionen schon ein bisschen reagiert auf das, was wir ganz am Anfang gehört haben, die 10 Thesen? Und ein Element, das du jetzt sehr stark betont hast, ist eigentlich die zweite These, war, oben auch noch, Erhaltung des Landschaftsbildes und des Dorfbildes, attraktive Dorfbilder eben. Ich glaube, das ist das, was du jetzt sehr stark betont hast, mit der Baukultur, die wir euch haben. Ich stelle jetzt mal so ein bisschen die Gegenfrage. Also das ist sicher etwas, was wir Gemeinsamkeit haben. Das ist Jürgen Gums gesagt vorher als Beispiel. Die Frage ist für mich ein bisschen, immer nur erhalten, ist es das? Oder müssen wir sich vielleicht aber im visionären Sinn auch probieren, neue, moderne Baukultur, aber mit unseren traditionellen Werten zu schaffen? Weißt du, ich denke jetzt ganz konkret, du hast viel Best angesprochen, wo die schönen Betonbauten stehen, wo alle fürchterlich aussehen. Müssen wir nicht zum Beispiel eine neue Walliser Baukultur probieren zu schaffen mit einheimischem Holz und Zeug? Wieso ja, müssen wir die Leute einbringen? Ja. Zuerst fällt die Klammer auf, ja. Da will ich dir widersprechen. Heinz. Du hast gesagt, ich hatte das grosse Glück gehabt, dass ich nie etwas gelernt oder studiert habe, darum habe ich alle Wege offen gehabt. Das mag für dich vollständig stimmen und für viele andere euch. Ich selber schaue sehr so, und das ist mir gleich auch noch wichtig, das eben gerade hier zu sagen. Also ich meine, eine gute Bildung, egal, wir haben in der Schweiz die riesige Chance von diesem dualen Bildungssystem. Dem müssen wir enorm Sorge haben und aufpassen. Aber für mich ist eine gute Bildung immer ein enorm wichtiger Rucksack, den man nachher ein Leben lang mitnimmt. Ich habe an meinem Beispiel, ich habe unter anderem Wirtschaft studiert an der Uni Bern, habe aber nebenbei noch neueste Geschichte studiert. Und ich habe gesagt, wenn ich schon die ganze Woche muss, da in diesem Nebel da aussen am Bären sein, will ich vor allem euch sonst noch die Vorlesungen besuchen, die mich einfach interessieren. Ich habe sanften Tourismus beim Krippendorf gehabt, ich habe beim Oskar Reck Journalismus gehabt, ich habe Soziologie habe ich noch gehabt. Das ist so gekommen, dass mir der Professor gesagt hat, er mache sich ernsthaft Sorgen um meine Zukunft, weil ich sie viel zu fast verzettelt. Und das Interessante ist, ich war dann 25, wenn er mir das gesagt hat, hat er mir in dem Moment leid getan, weil ich das Gefühl hatte, er hat überhaupt nichts begriffen. Und ich finde, ich werde auch immer wieder viel gefragt worden, Herr Gott, wie hast du deine Karriere geplant? Ich habe meine Karriere überhaupt nicht geplant, weil es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Aber wichtig ist, möglichst eine breite Basis zu haben, einen guten Rucksack zu haben, neugierig zu bleiben. Und du hast das vorher auch angesprochen. Und nachher gibt es plötzlich irgendein Tierchen auf und dann geht das in die Richtung. Ich meine, ich bin
ich bin nach dem Studium 2 Jahre in den USA gewesen, habe da gewohnt und geschafft. Wenn ich nach USA gezogen bin, habe ich mich zu der Aussage hinreissen. Ich weiß keine Ahnung, was mich verschlägt, aber ich weiß eins, sicher nicht zurück ins Wallis. Warum dass ich das gesagt habe, weiß ich nicht. Ich bin damals schon Bergführer gewesen. Die Berge und das Wallis sind mir immer unglaublich nah und am Herzen gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, also zurück ins Wallis komme ich sowieso nicht. Und wo bin ich nachher, jetzt in den letzten 40 Jahren oder 30 Jahren, das ist im Wallis. Was am schönsten ist? Ja, es hätte ja etwas anders sein können, aber es ist natürlich nicht ganz zufällig. Du hast das erwähnt, oder? Der Effekt vom Heimweh-Walliser. Und ich sehe, und da setze ich euch da wieder an, was Heinz gesagt hat, ich sehe das Wallis euch irgendwann der Begriff von einem Basislager. Oder ich bin natürlich Bergsteiger, ist ein bisschen, geprägt. Aber für mich ist das auch irgendwas als Basislager. Und das Basislager ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man sicher ist, wo man sich zurückziehen kann, wo man neue Energie tanken kann, für nachher wieder neu aufzubrechen und, sage ich einmal, eine neue Expedition oder ein neues Projekt oder eine neue Vision umzusetzen. Und ich glaube, wir im Wallis haben außerordentlich günstige Gelegenheiten, abgesehen von der Mentalität des Heimweh-Walliser, eben der berühmte Rückzugsort. Aber wir müssen aber auch aufpassen, dass es nicht nur ein Rückzugsort ist, wo man quasi seine Freizeit verbringt, sondern ich habe das auch früher oftmals gesagt, im Wallis ist die Arbeit und die Bildung doppelt schön, weil wir hier längere mehr das Potenzial haben, aber weil wir auf der anderen Seite auch in einer fantastischen Landschaft mit einer fantastischen Tradition und Kultur das können verbinden. Also weißt du, ich muss dir ganz kurz, Patrick. Es ist ja nicht so, dass ich einem abraten will, zu studieren oder so. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich stelle mir sehr oft die Frage, was wäre gewesen, wenn ich jetzt ETH gemacht hätte, Architektur oder Kunststudium bis Agogo oder weiß ich was alles in meiner Jugend irgendwas, was vielleicht aufgetaucht ist. Wäre es anders gekommen? Klar wäre es anders gekommen. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte gewisse Erfahrungen ganz bestimmt nicht gemacht. Ich habe meine absoluten Hochs und absoluten Tiefs gehabt. Eben genau durch den Effekt, wie sich das entwickelt hat, wie es einfach gekommen ist. Aber eins, was ich hatte, und das ist ganz bestimmt auch erziehungsbedingt so gesehen, ich habe von meinen Eltern oder von meiner Umgebung absolut nie den Druck verspürt, dass aus mir etwas muss werden. Also das ist recht entscheidend. Ich war so frei gewesen, es war keine Erwartung gewesen. Also ich hatte einen sehr starken Vater gehabt, also eine rechte Persönlichkeit, weil maßgeblich in der Entwicklung in den 50er Jahren von Zermatt beteiligt war. Und auf einer sehr bescheidenen Art schien er weggegangen ist, oder also absolut nicht aufdringlich. Und da haben wir einfach irgendwie das Gefühl gegeben, du musst nichts darstellen, du musst nichts sein. Es ist einfach, es gibt andere Werte, du hast vor der Religiosität angesprochen, okay. Aber es gibt andere Werte, wie Ethik, oder dass du recht bist, oder dass du lieb bist, oder zu den anderen schaust, oder so. Die sind für ihn noch entscheidender gewesen. Und alles andere ist gar kein Anspruch da gewesen. Und das hat mich sicher euch geprägt. Und aus dem erzähle ich eben vielleicht so, dass ich in der glücklichen Situation war, dass kein Druck da war. Ich habe mir selber auch keinen Druck aufgelegt, dass ich wirklich etwas muss werden oder etwas darstellen muss. Ich glaube, jetzt mal so von der ersten Runde, ich glaube gerne weiterreden, aber ich mache das super. Aber von der ersten Runde nehmen wir mal mit dem, was ihr vorher als Input gebracht habt, aber ist ein traditioneller Wert. Aber vom Verständnis her, das Wertgefühl, ja. Mit der Religion zusammen, aber auch die baulichen Werte und so weiter, das ist eine super Basis, auf der können wir aufbauen, die müssen wir in Wert setzen. Jetzt aber vor, mit Manuel und mit Reda noch ein bisschen gehört, Arbeitsplätze sind gleich ein wichtiger Faktor. Jetzt bin ich bei dir, Patrick. Du hast vorher so ein bisschen deine Visionen dargestellt gehabt, mit der Lons, die sich weiterentwickelt, Wallis als Hightech-Standort. Wir sehen, wie sich das wirklich entwickelt und die Schweizer Medien, die staunen ja nur noch Bauklotze, oder? Also die NZZ, die 2 Seiten füllt und sagt, was dachte in Lons, Wallis alles abläuft, dort verstehen die Welt nicht mehr. Die Frage quasi provokativ. Ist das nachhaltig? Wird das wirklich in den nächsten 10 Jahren noch so halten?
wird das mit diesen Startups weitergehen? Und ich spüre, du willst ja das, das wollen wir ja alle, aber was braucht es, damit das wirklich passiert? Es braucht eben genau die jungen, motivierten, gut ausgebildeten Leute, die vielleicht auch hier noch Klammern öffnen. Früher war immer, ich bin in jensten Kommissionen, oder wie kann man das Wallis weiterentwickeln, was sind Vor- und Nachteile des Wallis. Und ein Nachteil war, ich war immer, wir sind kein Hochschulkanton. Und ich habe immer gesagt, das ist ein riesiger Vorteil, weil so sind die Heimbewalliser gezwungen, wenigstens einmal ein paar Jahre aus dem Kanton zu gehen. Und wenn sie nachher wieder zurückkommen, haben sie wenigstens noch eine andere Sichtweise gehabt. Also, das ist grundsätzlich ein Vorteil. Aber meine, wir haben jetzt in der Pandemie erlebt, was plötzlich mit Homeoffice und Homeschooling, du hast vorhin auch den Begriff vom digitalen Nomaden erwähnt, und genau da sehe ich eine riesige Chance. Die Leute haben wieder entdeckt, was das heisst, eine intakte Natur, dass man quasi das Privileg hat, aussen zu gehen, quasi an frische Luft, in der Natur, seine Freizeit, aber auch in der Natur oder in der Landschaft können zu arbeiten. Und das eben dank der ganzen Digitalisierungsmöglichkeiten, die wir haben. Und da bin ich überzeugt, dass das längere mehr für uns eine Chance wird. Eben, ich habe vorhin gesehen, im Wallis ist die Arbeit und die Bildung doppelt schön. Wenn wir schon die Wahl haben, kann ich irgendeine Ausbildung oder kann ich irgendein Studium zum Beispiel in St. Gallen oder Zürich machen, und die haben ihre Reiz, oder kann ich es zum Beispiel hier im Wallis machen, oder eben zum Teil über eine Fernuni, ja, den habe ich persönlich dem den Vorzug. Und ich finde das enorm wichtig. Ich habe vorhin das Futurum Goms erwähnt. Das ist wirklich ein Projekt, wo man versucht, eine Erlebniswelt zu machen, unserer alten Baustruktur, unserer Armee in Gluringen. Eine Erlebniswelt für Bildung, für Umwelt und für Energie. Und da ist jetzt mittlerweile sogar die Idee da, dass man da, vor allem, ich habe vorhin das duale Bildungssystem angesprochen, dass man da die 150 verschiedenen Berufe, was man in der Schweiz kann lernen kann, dass man die quasi da auch erleben kann. Und das ist eben genau ein Beispiel, nicht nur die alte Baustruktur oder Bausubstanz zu erhalten, dass man eine schöne Hülle hat, das ist absolut nicht die Idee und der Sinn, sondern dem, dass man dem eine neue Nutzung kann geben, einen neuen Inhalt kann geben und das entsprechend auch bewohnbar und sage ich einmal, als Arbeitswelt kann umsetzen. Also das finde ich schon noch wichtig. Futurum Goms hat es ein bisschen als eines von möglichen visionären Projekten. Das ist einfach ein Beispiel. Ja. Du hast vorher schon ein paar andere gewählt, Alpine Crossing und so weiter, weil es schon eine Realisierungsphase ist. Frage an dich, Heinz. Du hast schon gesagt, man muss viel visionärer sein. Ja, das war deine Aussage. Brauchen wir mehr solche visionäre Projekte, um alles vorwärts zu kommen? Und die Vision, die du euch hast, können sie realisieren? Ja, also. Ich sehe es einfach so, wenn in Elon Musk irgendwie vor 20 Jahren nicht irgendwie plötzlich die persönliche Vision hat, das Elektroauto zu pushen. Und das ist auch aus einem völlig anderen Bereich gekommen, als die Autolobby eigentlich vertreten hat. Dann wären wir heute wahrscheinlich mit der ganzen Elektroauto-Geschichte nie da, wo wir jetzt sind. Alle haben jetzt einen Anziehen. Und das war für mich jetzt zum Beispiel ein Typ, der einfach eine mega Vision hatte, wo vielleicht alle den Vogel gezeigt haben, vergiss es. Oder? Und ab und zu ist eine Vision vielleicht wichtig, vielleicht eine, die über die Säule uns schlägt, zumindest, dass etwas, angereizt wird und etwas gekratzt wird, wo man sich vielleicht gewisse Gedanken macht. Und wenn man am Schluss gehört, abgespeckte Vision ist nicht mehr scheiße. Das weiß ich. Oder? Und zum Teil muss man da drüber, wird man sich da an dem noch halten. Also irgendwie ist eine degradierte Vision ist dann vielleicht besser einfach zu fallen, als irgendwie einen Kompromiss zu machen. Also da bin ich da auch nicht dabei. Aber mich tut einfach ja, ich weiß nicht, ich kann es halt effektiv intellektuell vielleicht zu wenig erklären. Ich kann es so ein bisschen erklären mit meiner eigenen Geschichte, weißt du, was ich hatte.
wenn ich im 90, ich bin 26, ist das Elternhaus abgebaut und da ist mir die Möglichkeit da gewesen, können da im Zentrum das Vernissage zu bauen, oder? Und das Vernissage eben mit Kunst und Kultur und Kino, was es nicht mehr gegeben hat, und alles schwierige Gebiete. Und wenn ich da, das war eine Vision gewesen, wenn ich das rückblickend anschaue. Die Flasche wie entstanden. Ja, genau. Patrick ist ja da sogar noch da im ganzen Prozess involviert. Sehr spannend, ich kenne das wirklich schon zig Jahre. Aber da, wenn ich angefangen habe zu planen, und dem Kinotechniker gesagt habe, es soll ein Konzertsaal sein, hat er gesagt, vergiss es. Und wenn ich dem Konzertmensch gesagt habe, es gibt da auch noch ein Kino, hat er gesagt, kannst du vergessen. Also akustisch und technisch sind das zwei total andere Sachen, das bringst du in einem Raum nicht unter. Und wenn ich dann nachher von der Gastronomie geredet habe und habe probiert, die Biervertrag ins Haus zu holen, die mich ein bisschen supportet mit finanziell, weißt du, hat es geheißen, ja, wie viele Leute gehen da vorne vorbei und wie. Also wenn ich jetzt auf all diese Stimmen gehört hätte, weißt, dann hätte ich das nie gemacht. Und schlussendlich habe ich es gemacht, es war schwierig, aber jetzt das Dorf, Zermatt, hat das nachhaltig dermaßen geprägt, allein, dass es Zermatt anplagt, in dem Räumen gestanden ist, danach, wo die Dimension des Vernissages plötzlich total gesprengt hat und für das Dorf, wie die sagt, in der Bewilligungsphase von diesem Ding sind riesige Diskussionen gemeint, soll man einen extra Bonus Ausnutzung für das Kino geben? Es hat kein Kino mehr gehabt. Mhm. Das ist danach mit einer Stimme, mit einer Mehrheitsstimme ist das durchgegangen, dass ich das überhaupt politisch konnte realisieren. Weißt? Und da, ich meine, wenn man das dazu mal verhindert hätte, sieht es jetzt ein bisschen anders aus in diesem Dorf. Und aber weißt, mir geht es so ein bisschen. Und ich kann es nur an meiner eigenen Geschichte erklären, dass man vielleicht eben ein bisschen über das Ziel ist und wirklich an etwas glaubt und es probiert durchzusetzen, auch wenn es jetzt wirtschaftlich vielleicht nicht direkt nach dem Erfolg aussieht, aber einfach, weil man im Herz gespürt, man will den Ort für die Künstler und für das Zusammensein, man will den Ort einfach kreieren, so muss er sein. Und nebst was alle sagen und alle Experten kommen und sagen, vergiss es mal. Ich habe nur ein letztes Beispiel, eben, was du vor euch angetreten hast mit der Bildung. Ich bin total mit dir. Ich habe im Vernissage durch eine Jury-Jurierung der Alan, das war damals der Chef von der SIA Schweiz, der höchste Architekt in der Schweiz, der im Vernissage nach einer Schüler-Jurierung in Zermatt ins Vernissage gekommen ist und da ein Bier getrunken hat und das Ding gesehen. Und der ist gekommen zu mir und hat mir gratuliert und gesagt, wisst ihr, Herr Juhl, ihr seid der lebendige Beweis, dass ich falsch gelegen bin. Wenn ich das Projekt auf dem Papier hätte ich beurteilen müssen, die Jurypräsidentin, das hätte null Chancen gehabt und sie hat es einfach gemacht. Und weißt, das ist so genau das, wir leben heute so in der Welt, wo einfach alles genormt und alles vorgegeben ist und das macht man das doch nicht. Darum sage ich am Anfang, jetzt ist es auch schön, was ihr hier zusammengestellt habt, aber ihr dürft drüben die Normen ein bisschen brechen und denkt einfach etwas total anderes. Oder? Vielleicht total ein anderer Ansatz. Wie geben wir die Zukunft? Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Oder? Es braucht aber auch die entsprechende Offenheit, das ist ja ein Stichwort auch schon gefallen. Und ich spüre, ihr beide, so wie der Pioniergeist, den ich manchmal den Eindruck habe, der fehlt. Ich sage jetzt bewusst manchmal, oder? Wenn man sieht, früher hat man mal einen Gornergrabbahn gebaut, eine Jungfraubahn gebaut, das wäre heute praktisch unmöglich. Ist es aber nicht der Pioniergeist, der fehlt, sondern tut man einfach alles so lange kaputt reden, so wie du eigentlich fast gesagt hast, bis man es nicht mehr realisieren kann? Es ist beides. Und das ist mir auch noch ein Anliegen, das hier drin zu bringen. Wie ich vorhin gesagt habe, was sind die Voraussetzungen? Aber die Voraussetzungen, dass ihr sitzt da, ihr seid in Zukunft. Aber ich glaube euch, es braucht nachher noch eine Portion Selbstbewusstsein. Und es braucht eine Portion Unternehmertum. Wie ich das einleitend gesagt habe. Darum bin ich jetzt zum Beispiel Unternehmer und eben nicht Unterlasser. Und der Heinz ist für mich ein Paradebeispiel. Oder? Das ist nicht nur ein Künstler, sondern er ist auch ein Unternehmer. Er tut das nachher nicht nur philosophieren, sondern er tut es umsetzen und machen. Und ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Punkt. Ich kann das vielleicht auch mal ein kleines Beispiel aus meinem Werdegang erzählen. Ich habe das Industrieunternehmen aufgebaut, in der Medizinaltechnik und Automobiltechnik. Und irgendwas wie aus einem Zufall wissen, hat es sich ergeben, dass wir zum Beispiel das Rolls-Royce-Emblem bei uns hergestellt haben. Die ganze Schweizer Medienwelt war in unserem Haus. Uns haben alle Wellen besucht und gesagt, aber das gibt es ja nicht, dass das Teil vom Rolls-Royce im Wallis produziert wird.
Und ich habe mir gesagt, aber Herr Gott, nochmal, irgendwann müssen das Blutteil fabriziert werden. Es muss ja nicht zwingend in einem schottischen Hochland produziert sein, also warum nicht im Wallis? Und irgendwie einfach auch das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein. Also wenn es in einem schottischen Hochland können produzieren, warum nicht bei uns im Wallis? Und das zweite Beispiel ist, aus der Firma, die Techron nachher in Raron, ist mittlerweile ein globales Umformkompetenzzentrum für Medizinaltechnik geworden. Und zwar nur, weil ich jetzt Glück hatte, hervorragende Ingenieure und Mechaniker um mich herum zu haben. Und ich irgendwann mal die Vision hatte, das müsse doch möglich sein, zum Beispiel so anatomisch vorgeformte Knochenplatten können stanzen und umformen. Vielleicht ist genau die Chance gewesen, dass ich nicht Techniker und Ingenieur bin, die Vision zu haben, aber quasi die Hartnäckigkeit und mit meinen Fachleuten und Ingenieuren das zu probieren. Ich bringe auch immer das Beispiel, es braucht immer beides. Es braucht einen, der mal müssen, die absurde Idee oder Vision gehabt haben, auf den Mond zu fliegen. Aber es braucht nachher noch einen, der die Raketen baut. Oder? Das sind zwei ganz verschiedene Welten. Aber ich glaube, das ist einfach sehr wichtig. Und das ist irgendwann auch ein bisschen eine Mentalität und ein Spirit und vor allem auch eine Herausforderung, die wir als Bergler, glaube ich, erst recht gute Voraussetzungen haben. Das ist gerade das Stichwort Spirit gebrungen, das ich gerade aufgreifen wollte. Das heisst für mich, wir müssen die Köpfe ein bisschen anders steigen. Ist da nicht genau die Kultur, das künstlerische Schaffen, das ich helfen könnte, ist das Mindset, auch gerade im Wallis, ein bisschen zu verändern? Ich habe eigentlich den Eindruck, wir haben ein extrem reichhaltiges künstlerisches Schaffen im ganzen Kanton, aber das ist vielleicht so ein bisschen Schatten da sein. Könnte das nicht so heikel sein? Ja. Ich habe als Junger habe ich einmal in einer Ausstellung ein Bild gesehen von Jonathan Barofsky, amerikanischer Künstler. Ein Bild, das Weltkugel drauf ist, und oben drauf war der Spruch gewesen, Art is for the spirit. Das hat mich so geprägt. Das ist schon ein schöner Satz. Und also für mich hat jetzt die Kunst einfach die Welt so aufgemacht, auch natürlich die Architektur oder sonst das Arbeiten geprägt, weil die Kunst so undefinierbar ist. Mhm. So ein riesiges Geheimnis in sich. Es ist einfach eine total andere Ebene. Es ist eine metaphysische Geschichte. Man kann es einfach nicht erklären, warum das plötzlich etwas einem einfährt oder in einem Gefühl auslöst. Eine optische Darstellung. Das ist ein riesiges Gut und etwas ganz, ganz Tolles, oder? Sonst ist immer alles in der Wissenschaft, wird immer alles erklärt und du kannst es nachvollziehen, warum das auslöst oder das bewirkt. Und die Kunst ist einfach so frei. Und eben, the artist for the spirit ist ganz wichtig. Und ich wünschte mir, dass sich die Leute auch wirklich mit der Kunst beschäftigen. Also jetzt, wenn ich gerade Kunst studieren, aber dass man einfach offen ist, man Sachen zu sehen, die man vielleicht nicht kann erklären kann. Man kann so studieren, ja genau. Aber da sind wir eben sehr oft so weit, was du vorher selber gesagt hast, wir einfach ständig darüber philosophieren und es nicht umsetzen. Darum haben wir eigentlich auch geholfen. Das sind sicher auch wichtig. Aber einfach so, dass die Kunst, die tut einfach in die Welt, das Wesen ist schon extrem, ich kann das Wesen extrem prägen und einfach eine ganze Welt auf, gerade weil es ein riesiges Geheimnis ist, wo man schlussendlich einfach die gleiche Antwort findet. Oder? Jetzt nicht, mich liegt noch mal Wunder, ich gehe noch mal ins Publikum. Man hat ja vielfach von aussen, ein bisschen das Image von dem konservativen Kanton Wallis. Ich gehe raus, von aussen. Jetzt nimmt es mich von einem mal Wunder, so zu zwei Fragen, die ich euch stelle, wie haltig ist, sind aktuelle Fragen, die werdet ihr rasch merken, welche das sind. Wir werden im September abstimmen über eine Vorlage, die heisst Ehe für alle. Also so gleichgeschlechtliche Darf und Herren. Jetzt nehmen wir Wunder, wer von euch würde jetzt Ja stimmen zur Ehe für alle? Oho, das ist eine sehr deutliche Mehrheit. Ja, super, gratuliere. Und zweite Frage. Aktueller Bezug wieder Corona. Ihr seid alle jetzt schon gewohnt, im Homeoffice, respektive in der Homeschool zu arbeiten.
Ist das für euch ein Zukunftsmodell oder sagt ihr, ich will den wieder zurück in die Schule und das sehen wir überhaupt nicht? Also wolltet ihr mindestens zum Teil euch weiterhin mit solchen Tools arbeiten können, jetzt in der Ausbildung, Homeschooling und später nachher im Berufsleben? Ist das für euch eine Option, ja oder nein? Ja, Hand hoch. Das ist weniger Titel. Weniger, was mehr hat. Weniger, was mehr hat. Okay, okay. Also gesellschaftsliberal, Digitalisierung, die Potenzial, Patrick, die müssen wir noch etwas besser verkaufen. Ja, selbstverständlich. Wir stehen auch erst am Anfang des ganzen Digitalisierungsprozesses. Und das wird nicht derart neue Dimensionen zeigen und aufzwingen, wo wir gar nicht drum herum kommen. Aber einerseits überrascht mich das, auf der anderen Seite überrascht mich das auch nicht, weil ich bin auch immer einer, der sagt, hört ihr das Analoge nicht vergessen. Ich meine, ich habe jetzt heute anderthalb Jahre lang jenste Sitzungen in jenstigen Konstellationen per Video und online gemacht. Aber es gibt nichts drumherum, dass man mal wieder zusammen an einen Tisch hockt, einander in die Augen schauen und entsprechend gewisse Themen diskutieren. Oder? Also es braucht beides. Es ist nicht entweder oder. Es braucht effektiv beides. Mhm. Eine gesellschaftsliberale Haltung bei unseren Jugendlichen, überrascht dich das? Nein. Würde ich sagen, nein. Wenn die Oberwahl jetzt vielleicht noch so ein bisschen das Image hat, dass es noch so ein bisschen konservativ ist. Aber das zeigt die Perspektive, dass das Mindset, das wir vorher darüber geredet haben, sich wird verändern jetzt in der Zukunft. Das ist eigentlich für mich die Aussage. Jetzt ist der Abstimmung gekommen, wenn ich so das sage. Ja, aber darum. Aber eben, geht uns in die Welt, geht auf die Wanderjahre. Und vergessen die Heimat nicht und kommen zurück und dort ist quasi neue Ideen, neue Visionen, neue Inputs wieder zurückbringen. Und das Wallis, glaube ich, ist nie mehr mal so pur konservativ gewesen. Ich meine, das ist mitunter ein Grund, warum ich auch neueste Geschichte oder Geschichte studiert habe. Es ist so nach dem Motto «Nihil novum sub soli», oder «Es gibt nichts Neues unter der Sonne». Und das ist alles irgendwann hier schon mal da gewesen. Und ich glaube, von dem können wir immer wieder profitieren und das nachher wieder reinbringen. Und wenn man sieht, die Entwicklung, die das Wallis gemacht hat, im Mittelalter, ja, wir sind zum Teil hier einen prägenden Charakter der Europapolitik im Wallis. Klar sind wir da immer wie zwischen dem Clinch zwischen den verschiedenen Grossmächten. Aber ich glaube, das Wallis hat die Rolle sehr gut gespielt. Wir waren mal eine eigene Republik, nachher sind wir ein Departement worden vom Napoleonischen Reich und nachher sind wir dann gezwungen worden, in der Schweiz beizutreten, was durchaus gut und positiv war. Ich kann es auch umgekehrt sagen. Die Schweiz ist gezwungen worden, einzubeizutreten. Genau, ja. Aber das hat uns geprägt. Und ich sage auch immer, wir sind, das ist jedem ersichtlich. Wir sind, da kommen wir wieder zu dem Punkt von der Randregion, wir sind im Zentrum von Europa. Und das wird bei uns ganz klar ein ganz wichtiger Bestandteil jetzt in der Energiepolitik. Wir haben eine riesige Chance im Wallis mit der Energiewende 2050, mit der kantonalen Energiepolitik 2060, wie die definiert ist. Mit dem Rahmenabkommen, das jetzt gescheitert ist, oder, was wieder eine ganz neue Herausforderung bringt, gerade in der Stromwirtschaft. Wir haben eine riesige Chance durch die Gegebenheiten, durch unsere Gletscher, durch die Wasserkraft, die wir haben, durch die Sonnenstube in der Schweiz, die wir sind, durch den Wind, der ein ewiger Begleiter von uns ist. Das ist alles beste Voraussetzungen, für das wir können. Das Wallis wird prägend sein. In Zukunft für die schweizerische Energiepolitik, wahrscheinlich sogar für die europäische. Also, weißt du, jetzt ganz kurz, ich würde glaube, wir werden fertig machen. Ja, wir haben vor allem jetzt noch eine Frage. Gut, aber Patrick hat gesagt, geht uns in die Wähler. Also, absolut d'accord mit dir. Aber wenn er in die Welt geht, müsst ihr stark genug sein, dass er ewig wurzelt oder das. Ich würde sagen, findet ihr selber zuerst. Und wenn ihr eben selber gefunden habt, mit der Hilfe euch, vom Umfeld, das ihr aufgewachsen seid, von eurer Kultur, eben genau von dem Begriff, den ihr diskutiert habt, wenn ihr die Mitte gefunden habt, gibt es nichts Schöneres, als in die Welt zu gehen. Das Schlimmste ist, uns in die Welt gehen und schauen, was andere gemacht haben und die Ideen probieren zu drucken und die hier zu kopieren. Das ist das Allerschlimmste. Das brauchen wir gar nicht. Also die gehen, müssen gut vorbereitet sein und wissen, wo ihre Wurzeln sind, dass wenn es zurückkommt, gewisse Einflüsse, Inspiration ist immer gut. Aber dass man ja nicht etwas probiert,
zu machen, was andere schon irgendwie vorgemacht haben. Das wäre dann gerade ganz schlecht. Ich glaube, das ist da, wo die Walliser wirklich stark sind. Aus meiner Perspektive gibt es keinen anderen Kanton, der so stark die Bevölkerung verwurzelt ist im Kanton und so stark das Heimatgefühl ist. Nicht einmal bei den Bildern. Ja. Es bräuchte Wurzeln und Fliegeln. Kurz, wie eine Frage. Wie finden wir sie? Fliegeln vom Rolls-Royce-Symbol. Wie eine Frage von einem Zuschauer, der sagt, für hier zurückzukommen, fehlt nicht bezahlbarer Wohnraum. Wie schätzt ihr die Situation? Nein, das glaube ich auf für das ganz Wallis gesehen, glaube ich das nicht. Im Gegenteil, wenn man vergleicht, was bei uns zu wohnen kostet, im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt, sind wir immer noch günstig. Problematisch ist es in Orten wie in Zermatt oder in Verbier. Das ist wirklich ein Problem. Dass für die einheimische Bevölkerung und für die Arbeitskräfte, die da sind, es fast nicht mehr möglich ist, einen bezahlbaren Wohnraum zu haben. Aber genau der Ansatz, den ich hier gebrungen habe, die wir doch das unglaubliche Kulturgut, das wir haben, die Maiensäse, nur schon das einfach mal umbauen und bewohnbar machen, dann haben wir schon mal einen gewissen Bereich. Leider ist es so, und da tue ich euch jemandem von euch widersprechen, dass das Rhonetal, das ist leider verschandelt. Da ist eine absolute Siedlungspolitik und Entwicklungspolitik ist da vernachlässigt worden. Und das Rhonetal ist heute im Großen und Ganzen leider nicht mehr viel Schönes. Aber das hat jetzt wiederum den Vorteil, viel leider können wir es nicht mehr machen, also der Verbauer, da die Restfläche auch noch geht. Aber vor allem in den Bergregionen, in den Seitentälern, da haben wir unglaubliches Potenzial. Und da kommt natürlich dazu, dass der Verkehr, die Verbindungswege, müssen natürlich das ÖV-System muss natürlich wirklich up-to-date sein. Und ich habe vorhin die Beispiele gebracht mit dem Unterkreuztunnel, mit dem Grimseltunnel. Da liegt noch sehr viel drin. Da mache ich natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung. Das Mittelste ist natürlich die MGB und die BVZ, oder? Aber viele andere auch. Die MGB wirklich als Rückgrat einfach drauf, da darfst du ja nur unterstützen. Zermatt ist angesprochen, da musst du reagieren. Ja, also wenn natürlich irgendwie jemand in Anspruch hat, auf Zermatt zu ziegeln und dann am Zentrum oder weiss ich wo zu wohnen und dann nachher halt der billige Wohnraum sucht, das ist halt effektiv das Problem. Das ist einfach nicht so. Aber da müssen wir realistisch sein, dass es einfach... Daschrand da und so, das ist jetzt, was der Patrick gesagt hat, mit dem neuen Zug, was jetzt da mit dem Tunnel, was wir bauen, wenn ich sage, dass das sicher irgendwie eine gewisse Öffnung. Da haben wir echt ein massives Problem gehabt. Wir haben durch die Strassenverbindung, die wir eben nicht haben, in Zermatt, ist die Situation entstanden, dass Zermatt sich so, auch der Wirtschaftsräum Zermatt, sich so auf Zermatt selber konzentriert hat, dass man das künstlich wie vom Oberwallis abgekappt hat. Also für Bauunternehmer oder für die Industrie aufzumachen mit diesen Bewilligungen, der ganze Scheissdreck und die Reise und das Wechseln in den Zug und so, erschwert alles. Man hat eigentlich da Zermatt gefallen getan, politisch Zito, und dem Oberwall ist eben kein Gefallen. Wenn man wirtschaftlichen Platz abnabeln tut, ist das für die Region irgendwie sehr schlecht. Und wir haben andere Beispiele wie St. Moritz, wo du im Umkreis von 50 km um St. Moritz in Trunnig noch Immobilienpreise hast, die fast dem Zentrum von St. Moritz entsprechen. Mhm. Weißt? Und die Situation ist definitiv in Zermatt anders. In Zermatt haben wir ähnlich hohe Preise. Du gehst auf Randada, steht das Hotel da oben, ist 10 Jahre auf dem Markt gewesen, für zu kaufen. Kein Schwein hat sich interessiert, obwohl das mal Zermatt ein Riesenproblem hat. Aber das ist eben verkehrspolitisch ein Riesenproblem, das man da künstlich irgendwie oder politisch über Jahre betrieben hat, oder? Ich habe meine Angestellten vom Hotel, vom Backstage, vielleicht 30 Leute wohnen zu Stash. Aber es ist ein enormes Risiko. Also das ist jetzt in den letzten 3 Jahren ist das zweimal passiert, dass während 4 Tagen einfach die Leute nicht arbeiten konnten. Das Hotel voll. Du hast irgendwie 2, die putzen, die normalerweise vielleicht 10 sind. Und die können einfach nicht, der Verkehrsfluss funktioniert nicht. Und dann will man natürlich probieren, dass man das verhindert, dass die Tests sind, dass die zermatt sind. Da geht es nicht, da kostet es mehr. Also das ist das Problem. Und das haben die Jungen jetzt erkannt, Gott sei Dank, oder? Dass man die Verkehrswege auftut. Und wenn man die Verkehrswege auftut, ich rede jetzt aber von Straße und dem Zug. Ich bin immer für beides gewesen.
dann profitiert Dash, Randan, Herbrick, aus einem Glas überall, die das Tal wird, bis auf Fispen. Das heisst aber die Zusammenarbeit unter den Gemeinden, damit man wirklich miteinander austauschen kann und dafür brauche ich solche Verbindungen zwischen den Gemeinden. Klar, wenn keine Verbindung ist, dann machst du es einfach, einen künstlichen Stau, oder? Ja. Genau, gerade zum Thema Verbindungen haben wir noch eine Frage, die eingespielt wurde. Es geht an Patrick, ob das Ungenügende, das ist jetzt vielleicht sogar schon korrigiert, ob das wirklich ungenügend ist, aber das ungenügende ÖV-Angebot eine Grundkette sind für ein Braindrain. Das ÖV-Angebot, ob das stark auf den Tourismus abgestimmt ist und damit eigentlich deine Vision vom Basislager so gar nicht erfüllt werden. Nein, dem würde ich ganz klar widersprechen. Ich bin der Meinung, wir haben wirklich ein gutes ÖV-System und das hat in den letzten 10 Jahren einen unglaublichen Schwung nochmal bekommen. Natürlich auch durch einen Lötschberg-Tunnel, oder? Das ist auch noch in der Vision drin. Der muss jetzt unbedingt ausgebaut werden, der muss doppelspurig quasi durchgehend benutzt können werden. Aber wir sind jetzt gerade zum Beispiel bei der MGB, sind wir dran, einen durchgehenden 30-Minuten-Takt zu installieren. Nochmal eben das Beispiel mit dem Tunnel nach Zermatt. Meine, das ist klar, der Weltkurort Zermatt, der muss wirklich natursicher, ich sage nicht nur wintersicher, sondern wir werden länger im Mai im Sommer mit Murgang, wegen Permafrost werden wir exponiert sein. Das ist enorm wichtig. Aber jedes kleine Bergdorf ist bei uns im Oberwallis oder im Wallis ist mit einem ÖV erreichbar. Und das ist etwas Phänomenales. Ich würde sagen, das ist weltweit ist das etwas Einzigartiges. Ich selber, ich wohne jetzt in Salgäsch, ich bin zu 80%, wenn ich in der Schweiz umeinander reise oder auch im Wallis, bin ich mit ÖV unterwegs. Ich schätze das unglaublich. Klar kann man da noch mehr machen, aber wir sind auch dran. Aber ich bin der Meinung, wir haben heute sehr gute Verbindungen und sie eben nochmal, wir sind im Zentrum von Europa. Ich bin innerhalb 2 Stunden bin ich in Mailand oder in Zürich und habe da nachher irgendwelche Hubs, wo ich nachher weltweit quasi mich an diesen Destinationen einklinken kann. Was allerdings gerade für die Jugendlichen vielfach natürlich das Problem ist, ist die Transit. Das müssen wir schon klar sehen. Also, dass es mehr Abendverbindungen bräuchte, dass man bei einem Sport noch hat, kulturelle Anlässe. Aber ich glaube, da seid ihr ja überall. Wir haben eine andere Frage, die spiele jetzt extra dir zu, Heinz. Es wird gesagt, bräuchte es nicht mehr Räume für Unbekannte? Also eigentlich völlig neue Visionen. Das, was du eigentlich gesagt hast, ist wirklich losgelöst, fallend, wo wir jetzt sind wir quasi drin waren, etwas Neues zu entwickeln. Ja, also ich glaube, der Raum ist immer da. Also der Kopf von jedem Einzelnen ist ja frei und die Gedanken sind auch frei. Und weißt du, du musst jetzt erst kennen, das ist Gott sei Dank, aber immer in einer Gesellschaft, wo ich meine Meinung können sagen und wenn man es zumindest, weißt du, ein gesprochenes Wort ist auch schon viel, wenn die Idee dahinter gut ist und das, wenn es dann wirklich gut ist, dass es einen Raum braucht, das ist auch klar. Aber der Raum, glaube ich, entsteht, wenn es genug Anhänger findet, weißt du, wo das auch gut finden und dann fängt das an zu wachsen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das jetzt ein Risomanko ist. Wenn irgendjemand von diesen Jungen mit einer außerordentlichen Idee kommt, die wirklich Hilfe findet, das ist jetzt wirklich cool, dann wird der Räumbank ganz bestimmt bereits stehen. Oder? Also. Mhm. Ich glaube, da kommt auch die Bergmentalität zu gut. Oder wir Bergbevölkerer sind seit Jahrhunderten Überlebenskünstler, gezwungenermaßen. Ich kenne das selber auch gut. Ich habe eine Stiftung gegründet, was darum geht, Bergbevölkerung weltweit, aber vor allem jetzt so Nepal, Pakistan, Argentinien, aber auch in der Schweiz, quasi mit Ausbildungsprojekten eine bessere Grundlage können zu geben für die Zukunft. Aber was ich feststelle, ich meine, da sind wir im tibetanischen Buddhismus, im Islam, im katholischen, wenn ich jetzt die Religion nehme, aber der Spirit von der Bergbevölkerung, wir müssen zusammenhalten, wir können zusammen, müssen wir schaffen, um können zu überleben und der Lebensraum, den wir haben, quasi lebbar und bewirtschaftbar machen. Ich meine, ein schönes Beispiel sind Ischi Swone, Ischi Biss.
Meine, wenn die vor 500, 600, 700 Jahren nicht mit unglaublichem Aufwand gebaut wären worden, wären wir heute mehr oder weniger ein landwirtschaftliches Brachland. Aber da ist enorm viel Fleiss drin, da ist viel Innovationskraft drin, da ist Mannes- und Frauenkraft quasi drin. Und dank dem hat man quasi das Rhonetal, aber auch die ganzen Seitenhänge können landwirtschaftlich bewirtschaften. Das ist nicht einfach so entstanden, sondern da ist enorm viel Innovation und Schaffenskraft drin. Mhm, absolut. Und jetzt kommt noch eine Frage, die ich aber gerade selber beantworte, nämlich, braucht es nicht eine Vision mit mehr Fokus für unsere Kinder und Kindeskinder, das heisst die nächste Generation, und nicht nur mit Fokus, dass es uns und unserer Generation besser geht? Das ist, glaube ich, die Zielsetzung von heute gewesen. Und das hat er hoffentlich verstanden, dass wir basiert haben auf der Vision, die ihr zwei hattet. Und darum wollte ich ihr zwei jetzt gerade noch mal kurz abholen. Robin und Diana, ihr habt jetzt gehört, was Elena und Manuel gesagt haben. Ihr habt jetzt gehört, was diese zwei, der Heinz und der Patrick, gesagt haben. Was nehmt ihr jetzt damit? Findet ihr wieder in dem, was sie gesagt haben? Ist eine Vision abgebildet? Was ist das Feedback? Und das könnt ihr miteinander abmachen, weil ich das zuerst im Blühfeld komme, dass ich ein kurzes Statement abgeben könnte. Weil wir haben mit Eva angefangen und dann haben wir mit Eva ein, zwei, gleich nachher. Mit der Diana kommt zuerst, ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir vor allem bei Ihnen, glaube ich, es ist so, dass die Generation relativ nah beieinander. Und von dem her glaube ich, dass wir hier da relativ Ähnlichkeit haben. Und hier mit Ihnen habe ich auch Teil Sachen, die ich nicht zustimme mit Ihnen, wenn ich jetzt andere Sachen drin sehe. Aber ich glaube definitiv, dass wir in eine ähnliche Richtung gehen, wo wir Wallis in 20, 30, also in 10 Jahren sehen. Ich glaube, das ist definitiv übergekommen, also wir da auf der Welt sind. Und das ist auch nachher aufgegriffen worden. Das heisst, es gibt sicher auch Sachen, wo junge Generationen mit Eltern wahrscheinlich noch so ein bisschen andere Sachen würden bevorzugen oder so. Aber ich denke, im Grossen und Ganzen ist das sicher sehr übergreifend. Also, zum Beispiel mit dem ÖV bin ich jetzt nicht ganz einverstanden, weil ich lebe in einem Bergdorf, wo ich teils 3 Stunden lang keine Verbindung habe, bis ich aber irgendwo hinkomme. Ich meine, ich kann nur 1,5 Stunden, bis ich hier in Brieg bin. Und ich glaube, wo im Oberwallis, das heisst also, ich meine, es liegt von, keine Ahnung, von Sitte oder von sonst was, im Unterwallis sind schneller in der Schule als ich. Und zum Beispiel auch, wenn ich heute mit dem ÖV hängen wollte, wäre ich um 10 Uhr ab 7 Uhr, von 9:30 hier zu sein, wäre ich um 10 Uhr ab 7 Uhr auf den Bus gegangen. Und am Nachmittag heim komme ich sowieso fast nicht. Also ich meine, es ist halt schon noch, es hat schon noch Lücken drin, wo es wirklich noch Sachen braucht. Und auch Sachen, wie was wir jetzt gesagt haben, mit den Rückzugsorte. Das finde ich ganz wichtig, aber ich glaube nicht, dass wir das unbedingt auch nicht mehr so gross aufbauen, sondern halt auch, dass wir, das Wallis ist schon ein Rückzugsort für sich. Das glaube ich zumindest. Und vor allem, dass wir auch Natur als ein Rückzugsort würde sehen. Wir müssen nicht unbedingt überall hygiene Gebäude haben, sondern ich glaube auch, dass Natur noch sein, dass der Natur in der auch noch zu leben, ich glaube auch, das gehört auch irgendwie so zum Wallis. Und also ich schätze es zum Beispiel auch noch extrem, dass wir einfach auch einen Tag können sagen, gut, wir gehen jetzt gerade zelten. Wir packen jetzt Zelt ein, vorher gehen mit dem Bus oder mit dem Auto und prüfen, wie ist auf die Alpen. Und die einfach da auf irgendeiner Weise können wir einfach zelten. Also ich glaube, auch das ist ein Rückzugsort. Und ich meine, du kannst dein Zuhause und deinen Rückzugsort da machen, was du gerne wolltest, da wo du dich daheim fühlst. Und darum glaube ich, dass du nicht unbedingt jetzt überall Sachen bauen und so Sachen dafür machen, sondern dass du einfach mit dem kannst arbeiten, was du hast und uns dem nachher weitergehen und halt auch Sachen verstärken, damit die Lebensqualität auch besser werden kann. Super. Robin, du hast dich ganz, oder? Ja, schon. Also ich sehe das eigentlich recht gleich bei Diana. Auch jetzt zu den Rückzugsorten, wenn ich da gleich ansetzen kann. Finde ich es eigentlich gut, wenn man mit dem schafft, was man hat. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man das nutzt, eben, wenn man die alten Stadler und so vielleicht einfach würde renovieren und so, dass man nicht nachher irgendwas was überbaut hat, dass man einfach das nutzt und so. Und im Allgemeinen habe ich auch sehr viele interessante Sachen daraus genommen, aber auch, dass man vielleicht nur so ein bisschen
extremer zeichnen, dass man ein bisschen visionärer sein muss. Wir haben es jetzt halt relativ realistisch gehalten, aber eben, wenn man sich hohe Ziele setzt, ist das natürlich auch sehr wichtig und eine gute Voraussetzung, dass man so etwas so zuschafft. Darf ich gerade etwas dazu sagen? Ja, sicher. Das ist jetzt genau das Kernthema, das wir heute diskutiert haben. Heute sind wir so weit, dass wir die ganze Stadtlinie und alles, was der Fall, nicht dürfen nutzen. Das ist die Politik jetzt, oder? Und ich werfe plötzlich in Gedanken sagen, lädt oben dir bauen. Dann ist dann nachher vielleicht die Konsequenz von dem, was ist, dass man plötzlich das Bewusstsein geschärft hat, das ist Qualität. Dann lässt man wenigstens die jetzt existieren, umbauen, dass man die nutzen kann. Weil das sind ja d'accord, weißt? Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir das Ziel erreicht. Ich sage nicht, dass es das braucht, unbedingt. Ich sage nur, die Qualität, die das beinhaltet, sich zurückzuziehen. Und aus dieser provokativen These entsteht dann nachher vielleicht der Wechsel von der Politik, dass man sagt, ja, lädt die, die da existieren, sorgfältig und in Anbetracht mit einer Begleitung ausbauen, dass die Leute von denen profitieren können, weil das ist hohe Qualität vom Wallis oder von den Menschen, von den Herzen, was dann nachher, irgendwie profitieren können, bedeutet. Und das ist das Ziel. Versteht ihr? Wenn ihr einfach nur mal drauf ausgeht, lädt die umbauen, dann reicht das eben vielleicht nicht. Die Politik geht jetzt übrigens, um das zu sagen, schon der Weg, die hat im Ständerat vor 2 Wochen Vernehmlassung eröffnet, um genau das zu machen. Ob es dann mehrheitsfähig ist oder nicht, das sehen wir jetzt. Da läuft im Moment die Vernehmlassung genau in die Richtung. Aber wenn es mehrheitsfähig wird, machen, wir müssen einfach mit einer These nachkommen, dass es einfach total über das Ziel ist, steigst und sagst. Das ist einfach genau die Frage. Und das wollen wir nie. Dann sind wir einverstanden. Ja, dann finden wir den Kompromiss, dass das, was hier existiert, dass wir das schon erlitten. Sonst kommt das eben auch nicht zustande. Vision ist die hinten dran bei dieser Vision, aber man darf sie nur nicht so formulieren, weil sonst wegen schlafenden Hunden, das kommt nicht. Aber das finde ich auch noch ein wichtiger Punkt. Also, ich meine, wir müssen aufpassen im Kanton Wallis, dass wir von der Stadt, von der Ausserschweiz, nicht in dem Sinn als Landschaftsmuseum versuchen zu erhalten bleiben, oder? Sondern das Problem, das wir im Raumplanungsgesetz mit dem Zweitwohnungsbau haben und. Das wird jedes Mal überstimmt worden von der Stadt. Ich meine, da gibt es kein Land mehr, das man quasi schützen muss, oder? Da ist mehr oder weniger ein Grossteil ist verbaut. Und dass die sagen, das ist doch wunderbar, wenn ich in die Ferien will, ins Wallis will gehen, soll das quasi noch ausgesehen wie ein Museum, wie ein schönes Ballenberg, wenn da noch ein paar Liter wohnen, ist das gut und recht. Aber das will ich mir erhalten. Ich glaube, das ist euer Auftrag, dass wir denen klar machen. Also, das ist ja, wir haben euch Freude an einer schönen, intakten Landschaft, aber wir wohnen und arbeiten hier. Wir wollen kein Disney-Welt. Nein, glaube, das ist Ballenberg. Da sind wir nicht alle einig, wie heisst die traditionellen Werte, die Baukultur und so weiter, die wollen wir in Wert setzen. Ich will jetzt aber eben bewusst keine Schlussfolgerung mehr machen, weil ich sonst etwas vorbereitet kann, weil ihr zwei habt das jetzt eigentlich super zusammengefasst, was wir hier diskutiert haben. Ihr habt gesehen, ihr habt den Grundstein gelegt, eigentlich, welche Punkte probiert weiter zu differenzieren. Es gibt gewisse Differenzen, aber eigentlich haben wir einen ziemlich starken Grundkonsens. Ich glaube, das Wichtige, die wichtige Erkenntnis von heute ist, wir müssen den Dialog weiterführen zwischen quasi der älteren Generation und der jungen Generation, weil wir machen das schließlich für alle. Ganz herzlichen Dank allen, Patrick und Heinz, auch nochmal. Ich glaube, es scheint auch nochmal einen Applaus verdient. Und damit schließe ich ab und der Philipp hat das Schlusswort. Ja, merci für die Teilnahme, für das spannende Gespräch. Ich möchte mich bedanken bei der Novelli Switzerland, die Premium-Partner ist für den Rollout. Geht es ja nicht anders. Wie geht es jetzt weiter? Der Thomas hat es angetan, das sollte eigentlich der Startschuss sein für einen Dialog, für eine Weiterentwicklung. Wir werden in der nächsten Woche den ganzen Abend oder den ganzen Anlass quasi aufschalten und mit dem eine Plattform starten und öffnen, wo man weiter diskutieren kann, wo jeder kann mitdiskutieren kann, wo man weitere Thesen aufschalten kann. Und hoffe natürlich auch in der Basis im Kollegium, dass wirklich ein lebendiger Dialog entsteht. Am Samstag, am 13. November 2021, geht es weiter mit dem 11. Global Forum Wallis. Und zwar zum Thema Silicon Valley, ein Hauch von Silicon Valley.
Also die Idee von den Startups, die jetzt verschiedentlich genannt wurde, ist, und da muss ich sagen, wir werden beim Global Forum und damit mehr in die Bresche springen, Innovation, Unternehmer und Startups. Die Startup-Szene am Oberwallis ist viel dynamischer, was vielleicht viele meinen, es gibt einige, und denen werden wir im November eine Plattform geben. Ein paar, die vielleicht sogar nicht Silicon Valley schildern, die vorstellen. Und wir werden eine bekannte Schweizer Persönlichkeit, die im Silicon Valley tätig ist, wird ins Wallis kommen und ein bisschen den Spirit probieren, rüberzubringen und vielleicht auch erklären, was für Voraussetzungen wir machen müssen. Er selber ist von Haus aus Bündner und kennt natürlich die Bergregionen relativ gut. Und das hat er im Vorgespräch schon gesagt, wirklich ein Anliegen, dass er gerade Regionen wie Bündnerland, aber auch das Wallis, da noch viel mehr machen kann. In dem möchte ich mich bei allen bedanken, vor allem beim Kollegium für das Gastrecht, fürs Kommen, und wünsche noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ademinant.